Was macht jetzt der Vater von Schokolade oder was? Hallo Liebesmensch. Liebesmensch, auch nicht schlecht. Gott segne euch alle, ihr Lieben. Der Herr Jesus Christus behüte und beschütze euch und lasse sein Angesicht über euch leuchten. Ist Jesus Gott? Ja, er ist Gott. Er ist auch der Gott von Allah und Mohammed. Und deine Knie werden sich beugen. Philipper 2, Vers 6 bis 11. Ob du willst oder nicht. Und dann wirst du bekennen mit deiner Zunge, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er ist Ar-Rab. Ja, du kannst noch so laut in den Kommentaren rumtrollen. Niemals, nein. Er ist nicht Gott. Am Ende wirst du sehen, wenn du deine Augen zumachst, wie der Koran, der Islam euch in das Licht geführt hat und ihr eine Entscheidung für Religion getroffen habt, anstatt eine Entscheidung für den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben, Jesus Christus. Und dann kommt ihr dahin, wo der Herr Jesus Christus in Offenbarung 20,10 sagt, wo der falsche Prophet und der Drache hinkommen, in den ewigen Feuersee. Noch lebst du, mein Lieber, noch lebt ihr alle, die eventuell Muslime seid und mir zuhört. Noch lebt ihr. Lasst nicht zu, dass ihr eure Augen zumacht und ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod geht. Es wird eine Reise ohne Rückkehr. Ihr könnt nicht mehr zurückkommen, um Buße zu tun. One-Way-Ticket, genau. Da gibt es ein One-Way-Ticket für die ewige Verdammnis. Und das tut mir sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid für die Leute. Da müssten wir eigentlich weinen den ganzen Tag für die Menschen. Mein Lieblingshetzer. Ja, aber nochmal drauf zurückzukommen, das ist Thema, ne? Dass die Menschen auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind, ohne den Herrn. Ne? 16 Bars kommen sie dann. Ja, da kennt mich noch jemand aus dieser ganzen alten, behämmerten Zeit. Ob sich das lohnt noch mit ABK. Wenn er auf mich reagiert, dann reagiere ich zurück. Aber jetzt irgendwie auf Krampf irgendwas zu suchen, damit ich da so mit dem wieder was starte, ist auch blöd. Ich weiß, es war eine gute Zeit und man hat auch sehr viel gerissen und sehr, sehr viele Leute auf seine Seite gezogen. Aber das ist ja auch nicht der Fokus von meinem Content. Er ist doch nicht der Fokus von meinem Content. Ich habe ja gesagt, sobald er auf mich reagiert, reagiere ich dann zurück, weil das auf eine Art lustig ist, aber auch durch ihn können wir dann auch sehr viele Menschen erreichen. Aber dass ich jetzt nur hingehe und ihn extra erwähne, nur um dieses so... Ja, ich habe jetzt 5G. Hört ihr mich gut? 5 Gangsters habe ich jetzt. Wann bist du wieder live auf YouTube? Ich denke am Samstag, glaube ich, Samstagabend. Und da schauen wir mal, dass wir auf Kollege ein bisschen reagieren. Das Video ist gar nicht mal so schlecht. Dann gehe ich wieder auf meine Live-Schaltungen. Einmal auf TikTok und einmal auf YouTube. 1A Qualität. Mein Paket, hallo. Ja, wenn du weiter so schreist in den Kommentarbereich, kriegst du überhaupt nicht dein Paket. Musst du dich gedulden für deinen Shisha-Tabak. Kein Problem, ich komme noch. Mach dir keine Sorge. Aber erstmal gedulde dich. Immer live, kein Leben. Und du bist hier bei mir drin und ich bin am Arbeiten. Wer von uns hat kein Leben? Du hast kein Leben. Überleg dir genau, was du da sagst. Alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden.
von Kristen Prinzen. Kristen Prinzen. Ja, Christian Prinz, ne? Kristen Prinzen, genau. Kristen Prinzen. Soll ich das jetzt nochmal probieren, jemanden reinzuholen? Mal gucken, ob das klappt. Rubonius Muslim. Ja. Mein Paket AMK. Du kriegst das nicht mehr. Das war's. Du kriegst das nicht mehr. Wer sich beschwert, hinten anstellen. Ja, Muslime wollen nicht zugeben, aber alle lieben haben, ja? Sehr gut, da hast du es erkannt. Der Roy hätte dich gerne in seinem Live. Wer ist das? Who's Roy? Du streitest dich jeden Tag, sammelst du nicht bewusst Sünden, ne? Ob bewusst oder unbewusst, jeden Tag sündigen wir von morgens bis abends. Ne? Kannst daran nichts ändern, weil dieser Körper, den du hast, ist ein sündiger Körper. Du kannst nichts anderes als sündigen. Und das reicht, wenn du nur eine einzige Sünde hast, wirst du das Himmelreich nicht betreten. Daher wird das Blut Jesu Christi dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Sein Blut deckt dich zu. Weil du wirst immer wieder fallen. Und der Herr Jesus Christus gibt dir Frieden. Denn er weiß, dass ihr straucheln und fallen werdet. Aber mit Jesus an unserer Seite kann uns nichts passieren. Du könntest aber dein Evangelisieren machen, ohne zu streiten. Streiten gehört mit dazu, ne? Ich bin froh, dass es nur verbal so zugeht. Aber Gott sei Dank nicht physisch, ne? Wie ist deine Meinung zu den Unruhen in Frankreich? Ja. Da merkt man, was für ein Potenzial die haben, ne? Die Muslime, wenn die da anfangen auszurasten. Ne? Und denen geht es gar nicht um diesen einen Jungen. Denen geht es um weitaus mehr. Ne? Denen geht es um weitaus mehr. Das war nur so ein, wie nennt man das? So ein gefundenes Fressen, um wieder Randale zu machen. Weil guck mal, wie heuchlerisch das Ganze ist. Vor einiger Zeit wurde ein Mädchen von einem, weiß nicht, Algerier oder einem Flüchtling da auseinandergenommen und getötet und vergewaltigt und alles Mögliche. Wo war denn das Geschrei für dieses kleine Mädchen? Wo war denn das Geschrei? Nein. So ist das heftig. Das ist das Heftige dabei. Diese Heuchelei, dieses Doppelmoral, ne? Ja genau, das war nur ein Vorwand, um genau diese Randale zu machen. Die haben nur darauf gewartet, dass die Polizei sowas macht oder beziehungsweise sowas passiert, damit die wieder... weil was hat das denn mit der Gerechtigkeit für den kleinen Jungen zu tun, also für den Nahel, wenn man anfängt, unschuldige Menschen in Gefahr zu bringen, deren Läden kaputt zu machen, Autos zu zerstören von Leuten, die gar nichts damit zu tun haben. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, den Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen und eventuell einen Marsch zu organisieren, indem man sozusagen das Ganze blockiert und so lange dort bleibt, bis man Gerechtigkeit fordert für ihn, anstatt wahllos alles kurz und klein zu schlagen? Das muss man sich mal fragen. Einfach so ein Friedensmarsch. Einfach so ein Gerechtigkeitsmarsch. Dass man sich versammelt und sagt, wir wollen Gerechtigkeit für den kleinen Jungen und wir werden nicht eher weggehen, da wären ja 100.000, 200.000 zusammengekommen. Da braucht man doch nicht Paris in Schutt und Asche zu legen oder Frankreich in Schutt und Asche zu legen. Was können denn die anderen dafür, die überhaupt gar nichts damit zu tun haben mit dem Tod von dem Jungen? Und ihre was mit den Sachen von denen, die kaputt gegangen sind, die zerstört wurden, mutwillig. Also.
Frankreich hat auch eine sehr, sehr große Katastrophe in der Vergangenheit durchgeführt, ne? Was sie mit den Algeriern gemacht haben und so, ne? Ja. Aber das heißt doch nicht, dass die anderen, die dort unschuldig leben, in Gefahr gebracht werden. Das ist doch Wahnsinn. Was kann denn der Einzelne dafür, dass irgendwie Regierungsformen entschließen, in Länder einzumarschieren und ja, Menschen da umzubringen und die Ressourcen zu stehlen und was weiß ich was. Dafür können doch die Franzosen im Allgemeinen nichts. Es ist eine kleine Gruppe, die darüber entscheidet. Ja. Und dann geben sie ganz Frankreich die Schuld. So verrückt. Ist ja genauso, als würdest du hier sagen, alle Deutschen sind Nazis. Das ist doch Wahnsinn. Oder Deutschland hätte verdient, dass man die Deutschen sozusagen ausrottet. Warum? Was kann denn der einzelne Deutsche noch dafür, was in der Vergangenheit passiert ist? Die alle wollen auch nur noch leben. Weißt du, was ich jetzt austeile? Das teile ich für dich aus. Guck mal. Auf Wiedersehen. Probieren wir jemanden reinzuholen. Ah, da ist Abu Aisha. Oder Al-Najafi. Hallo? Man hört dich nicht. Warte, ist das Problem bei mir oder nur bei Ihnen? Warte, ich gehe runter, hol mich wieder hoch. Könnt ihr mich hören? Geht wieder, ja. Ja. Ich kann mit keinem mehr live gehen, ne? Ich kann mit niemand mehr live gehen. Sobald jemand live kommt, Amin John? Ja. Ah, jetzt höre ich dich. Ja, jetzt läuft's irgendwie. Es sieht so aus, als wenn du jemanden hoch... Ja, ja, ich höre dich. Es sieht so aus, wenn du Leute hochholst, dass... danke! die Leute, die ganzen Geschwister haben gebetet. Oh, bitte, ja. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt es müssen die richtigen Leute. Jetzt meine Hexerstimme. Jetzt freue ich mich wieder. Siehst du diese Freude? Ah, wie lieb. Bitte. Oh, danke.
Elin, bitte betet dafür, dass der Arm hier wieder stumm gemacht wird. Herr Löw, danke. Dass dieser müde alte Löwe nicht mehr so roart. Seine Zähne sind schon längst gezogen. Der hat keine Zähne, dieser Löwe. Gott segne dich, Nessa. Gott segne dich, Nessa. Der Herr Jesus Christus wütet und beschütze dich, mein Bester. Ja, danke dich auch und alle Lieben hier im Chat. Halleluja, ja, alle euch, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Lasst mich euch einmal eine Cyber-Umarmung geben, ihr Wundervollen. Gebt mir alle ein Links-Rechts-Küsschen. Cyber-Umarmung. Es ist unglaublich, wie weit Nessa, wir gekommen sind. Nessa, Digital Love, Digital Love. Ja, Digital Love, ich versuche mal, dass die, sag mal schnell, wenn ich das Gespräch anfange mit dem Muskel, dann versuche ich immer so ein wenig eine Lockerheit herzustellen. Verstehst du? Dann sage ich immer zu dem, weil du weißt ja, bei uns ist das immer normal, dass es ein Links-Rechts-Küsschen gibt. Dann sage ich immer, komm her, gib mir mal ein Links-Rechts-Küsschen, ja? Den guten Freunden gibt man immer ein Küsschen, weißt du ja. Ne? Guten Freunden gibt man immer ein Hetzerei hier. Ein kleines Hätzchen am linken und rechten Backe. Ein kleines Hätzelein gibt es auf dem linken und ein rechte auf dem rechten. Ein Hätzelein auf dem rechten. Ja. Die Leute fragen ja immer, was ist mit Frankreich und so weiter. Aber wir wissen, dass die Bibel sagt, dass es früher oder später zusammenbricht und dass es zu Bürgerkriegen kommt, flächendeckend in ganz Europa. Und dass es ein Riesenchaos herrschen wird mit einem Wirtschaftszusammenbruch, dem aktuellen gegenwärtigen Währungssystem, dass das Bargeld abgeschafft wird und dass das Ganze digitalisiert wird. Und das sind alles Vorboten für die Neuweltordnung, für den Antichristen, für das Mahlzeichen des Tieres 666 auf der rechten Hand. Und das mit Frankreich ist nur, das sind nur Vorboten, so wie das in Offenbarung Kapitel 6 steht, das sage ich ja schon seit Jahren. Ja, sobald wir entrückt werden, und wir sind sehr nahe der Entrückung, die aktuellen Ereignisse zeigen uns ja auch, zum Beispiel in Frankreich, dass die Sachen in der Apokalypse, eben diese ganzen Geschehnisse in der Apokalypse, Kapitel 6, der Beginn der Apokalypse sehr nahe ist, mit den Bürgerkriegen. Und das sind eben, das in Frankreich sind alles Vorboten, die uns Zukunftsweisen zeigen, dass wir kurz vor dem Öffnen des ersten Siegels der Offenbarung stehen, in Kapitel 6, die vier apokalyptischen Reiter. Der erste apokalyptische Reiter, Kapitel 6, der Antichrist mit dem Bogen. Der Jäger. Nessa, ja. Hast du gesehen, N24 und andere Nachrichtensender haben darüber berichtet und gesagt, dass jetzt bald die neue Weltordnung angestrebt wird, sobald der Ukraine-Krieg jetzt bald vorbei ist. Wahnsinn. Ja, ja, die sind auf Hochtouren. Die sind auf Hochtouren, Leute. Bald geht es los. Die wollen diese Unruhen haben. Wie wir, mein Bruder und ich, euch das gesagt haben. Ordnung ab Chaos. Schaffe Ordnung aus dem Chaos. Das Chaos wird bald losgehen. Weil mit welcher Glaubensgruppierung hat man das beste Chaos überhaupt? Mit den Muslimen. Sie sind die Einzigen, die gewaltbereit sind. Sie sind die Einzigen, die in Läden strömen und Bürgerkriege anzetteln. Guckt ihr euch, so wie wir das sagen, wird es geschehen. Mit dem Islam, der ist nicht umsonst hier, der Islam. Weil die Muslime gewaltbereit sind, wird die Elite den Islam nutzen, um an ihren Ziel zu kommen. So sieht's aus. Deswegen versuchen die so viel wie möglich noch aus den islamischen Ländern Nordafrika oder generell aus Afrika, aus Asien, die ganzen islamischen Länder noch hier rein zu pushen, reinströmen, damit noch mehr also reingeschlagen werden kann, dann wenn die Bürgerkriege losgehen. Dann, ne? Das soll ja ein riesen Blutorgie werden, ja, in Europa. Die Leute denken, dass die Elite so Idioten sind und nicht wissen, was sie da tun, wenn sie so Grenzen öffnen und sowas. Nein, die wissen genau, was sie tun. Ja, da steckt ja auch jemand anderes hinter dieser Elite, der das Ganze steuert. Das sehen die Leute nicht, dass eben Satan und seine Dämonen stationiert sind, überall auf der Welt, stehen hinter diesen Eliten und die führen sie auch. Und diese ganze Chaos wird ja durch den gestiftet. Damit eben, weil das System ist sowieso schon marode.
das Geldsystem. Also versuchen die eben das Ganze kaputt gehen zu lassen und wieder neu zu starten, das System. Wie ein Computer, was schon kaputt ist, alt ist und voller Viren ist, du machst das nicht wieder neu irgendwie reparieren. Nein, du holst den neuen Computer, ne? Der wird weggeschmissen. Das alte System wird also deinstalliert, das neue System wird installiert und das neue System ist eigentlich auch mit einem neuen Bezahlsystem, was digital ist. Das Ganze wird digital, es wird eine digitale Diktatur sein, worin die Menschen dann hineinkommen werden. Also totale Kontrolle über den Menschen. Nichts kann der Mensch tun, auch nicht ein Atemzug, ohne dass der Staat das mitbekommt und das verfolgt. Der Mensch wird also komplett gläsern. Und alles unter dem Deckmantel der Sicherheit, ne, der sah? Rein ja, da den ja, Chip, ja. Damit wir uns beobachten. Ja. Ja, genau. Wahnsinn. Dann, damit der Mensch eben verführt wird und sagt, ja, wir wollen Sicherheit, egal was es uns kostet. Wir sind auch bereit, Freiheiten abzutreten, wenn es uns auch komplett unsere Freiheit, weil diese Bürgerkriege werden so blutig werden, dass die Leute schreien werden, Hauptsache Überleben und Sicherheit. Das wird, deswegen machen die das ja auch. Ja, und wir wissen, dass die Gemeinde Jesu Christi entrückt wird. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da wird die Gemeinde Jesu entrückt. Der Heilige Geist wird von der Erde genommen. Mit der Gemeinde geht zusammen weg von der Erde. Und dann brechen die ganzen chaotischen Zustände aus. Dann beginnt die Apokalypse, Offenbarung Kapitel 6. Die ersten Siegel. Und wir werden entrückt werden, wenn das losgeht, ne, der da? Wir sind schon längst weg, wenn das richtig losgeht. Ja, klar, wir sind schon weg. An alle, die noch keine Entscheidung für Jesus Christus hier drinnen getroffen haben. Ich bitte euch, hört auf das, was ich euch jetzt sage. Nehmt den Herrn Jesus Christus an als euren Retter und Heiland. Weil die Entrückung steht in der Bibel drinnen. Der Herr Jesus Christus wird uns bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und der Herr Jesus Christus wird selbst in den Luftraum kommen. Ich vertraue der Bibel und die ganzen anderen Christen, meine ganzen Geschwister vertrauen auch der Bibel. Und wir wissen, dass die Bibel zuverlässig ist. Und auch das wird sich erfüllen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Die Entrückung. Ja, genau. Also die Gemeinde Jesu wird entrückt und alle Menschen, die diese Entrückung warte verpassen... Warte nicht lange auf deine Bekehrung. Tue Buße. Bereue deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus und werde von Neuem geboren. Sei dabei bei der Entrückung. Ja, genau. Alle Leute, die diese Entrückung verpassen, werden leider in die Apokalypse kommen. Das ist das Problem. Lass das nicht zu, mein Lieber. Lass das nicht zu, egal wer mir gerade zuhört. Lass das nicht zu, dass du ohne den Herrn Jesus in den Tod gehst. Zusätzlich noch, dass du heute noch deine Knie vor ihm beugst und dein Leben ihm übergibst und ihm vertraust. Ja, genau. Und nochmal eine Warnung an alle Leute. Der Herr Jesus holt nur seine echten Wiedergeborenen ab. Alle anderen werden zurückgelassen. Eine deutliche Warnung, dass ihr wirklich eure Errettung dingfest macht. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr nicht einfach so ein bisschen larifari-gläubig, sondern wahrhaftig wiedergeboren werdet. Das ist, alle anderen werden leider zurückgelassen. Das ist das Traurige, weil nach der Entrückung wird das zu der größten Schlachterei kommen, die die Menschheitsgeschichte je erlebt hat. Offenbarung Kapitel 6 zum Schluss steht ja, dass eben ein Viertel der Weltbevölkerung sterben werden. Nur alleine durch die ersten vier Siegel der Apokalypse und danach geht's ja richtig los. Und ein Viertel der Menschheit jetzt auf der Erde, das bedeutet 2 Milliarden Menschen werden draufgehen innerhalb von kurzer Zeit. Ihr müsst euch das auch so vorstellen, im Zweiten Weltkrieg sind ja etwa 60 bis 70 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Das war ein Weltkrieg. Und jetzt stellt euch mal vor, was 2 Milliarden bedeutet, was da passieren muss, dass 2 Milliarden Menschen sterben innerhalb von kurzer Zeit. Und das ist nur der Beginn der Apokalypse. Und dann geht es ja weiter mit den weiteren Gerichten und Siegeln. Ja. Und alle, die dann eben da sterben werden, die haben ja auch, ja,
Die haben auch den Herrn Jesus nicht, das heißt, die sterben hier auf der Erde und werden dann ins Totenreich, ins Gericht, für das ewige Gericht auch noch warten. Und dann werden die auch in den Feuersee geworfen. Also hier auf der Erde die Hölle vor sich haben und dann später noch nach dem Tod die ewige Hölle. Ganz, ganz schrecklich. Und deswegen sollt ihr davor bewahrt werden. Was machst du da?
Könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Das ist so angenehm wieder, ne? Habt ihr Dr. Schäfer vermisst, wie er mit anderen widerspricht, ne? Eigentlich könnte ich das auch so die ganze Zeit machen. Aber manchmal ist das auch schön, wieder mit anderen ins Gespräch zu kommen, ne? Ich mag das ja total. Ja, wir haben das sehr oft erwähnt, ne? In sehr vielen meiner Livestreams auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal, habe ich das so oft erwähnt gehabt, dass bald das ganze System zusammenbricht, der Herr Jesus Christus kommt und seine Heiligen mit sich zieht. Die ganzen Leute dachten, wir reden von so einem Science-Fiction-Film oder was. Nein. Deswegen hat der Herr Jesus Christus mich noch am Leben gelassen, ne? Deswegen hat er noch seine schützende Hand über mich gehalten, dass ich noch so viele Menschen wie möglich das mitteilen darf. Denn er ist langmütig gegen jedermann und möchte, dass jedermann Raum hat zur Buße. So sieht's aus. Ich zeig euch das, wo der Herr das sagt. Warte. Einen Moment, Dr. Scherer, aber mir möchte auch immer Beweise bringen. Zweite Petrus 3,9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. So sieht's aus. Der Herr Jesus Christus will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Weil er uns ja alle liebt, möchte er, dass jeder Mensch zu ihm kommt. Er will nicht, dass sie verloren geht. Amir, werde was? Amir, werde mit was Atheisten? Nein. Ich setze niemals meine Seele aufs Spiel, auch noch für den Atheismus. Oh mein Gott. Nein. Ihr Lieben, ihr müsst umkehren. Auch wenn ihr sozusagen das mögt, was ich hier mache, aber dennoch geht es ja auch um eure kostbaren Seelen. Und die sollen gerettet werden. Position Jesus Christus ist eure einzige Hoffnung, aus diesem Chaos bald zu entfliehen.
Starten. Danke für die ganzen Likes, ihr Lieben. Danke für die ganzen Geschenke, ihr Wundervollen. Aber da seht ihr mal, wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist. Er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle Raum haben zur Buße. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit. Es ist für mich unvorstellbar. Der Herr bietet euch die Gnade an und sagt, hier, du brauchst nur meine Hand zu nehmen. Du brauchst nur an das zu glauben, was ich für dich getan habe. Du wirst gerettet. Du musst nicht 50 Millionen Gebete machen, irgendwo hinpilgern oder was. Nein, ich habe für dich alles schon bezahlt. Es ist alles vorbereitet. Du musst nur Ja zu mir sagen. Das ist unvorstellbar, ey. Unvorstellbar. Wie kann man da sagen, nee, Herr Jesus Christus, das möchte ich nicht. Das ist der Wahnsinn, Mann. Ja, muss jeder für sich selber wissen. Jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ob er eine Entscheidung aus Liebe zum Herrn Jesus Christus treffen möchte oder ob er mit der Welt gehen wird und verloren für alle Ewigkeiten. Du hast doch nichts zu verlieren, wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst. Nichts. Du kannst nur gewinnen, nur Vorteil. Islam ist sowieso Geschichte. Von Islam brauchen wir gar nicht zu reden, ob das die Wahrheit ist. Wenn dieser Gott sagt, dass die Frauen Spermien haben, dass aus den Rippen hervorkommt. Also ich bitte dich, das disqualifiziert schon Islam. Nur mit dieser einen Sache. Und da gibt es ja noch Tonnen von Beweise aus dem Koran. Also du machst nichts Verkehrtes, wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst. Beim Islam wissen wir, das ist die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Aber was ist mit der Bibel? Was ist mit dem wahren Wort Gottes? Die Fälschung haben wir schon entlarvt, den Koran. Aber was ist mit der wundervollen Bibel, dem wahren Wort Gottes? Wo keiner einfach so dran vorbeikommt. Ich hoffe und bete dafür jeden Einzelnen, der hier drin ist, dass du meine Worte hörst und die durch dein Herz durchdringen. Dass das wie so ein Pfeil dich trifft und sagst, ja, Dame hat recht. Ich muss mich in Richtung Jesus Christus bewegen. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Europa wird in Schutt und Asche gelegt. Der Herr Jesus Christus setzt zur Entrückung an. Der Antichrist wird übernehmen. Wir werden beiseite geschaffen. Weil der in der Welt ist, muss erstmal beiseite geschaffen werden. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, der Heilige Geist und die Kinder Gottes. Überlege dir gut, was du da verpasst. Überlege dir gut, was du da verpasst. Genau, eigentlich musst du jedem Streamer mir, auch den Muslimen, immer wieder darauf hinweisen, dass die sich um die Entrückung darüber informieren sollen, was das ist, weil das ist ein Geheimnis. Außer uns jetzt in der Öffentlichkeit macht da keiner da richtig drüber reden. Ja? Von daher ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass du fast in jedem Stream darüber sprichst, damit die überhaupt davon erfahren, dass es sowas überhaupt gibt. Ja. Damit sie auch die Möglichkeit haben, eben eine Entscheidung zu treffen und die Entrückung nicht zu verpassen. Ich habe das tausendmal angesprochen. Das ist die letzte Evakuierung. Ich werde es immer noch tausendmal ansprechen. Ja. Das ist die letzte Evakuierung der Menschheit, bevor es hier drunter und drüber geht, hier auf der Erde. Die schlimmste Zeit der Menschheit.
je in der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat, wird bald auf die Menschheit zurollen. Dann beginnt Gott mit seinen Zornesgerichten. Und wer da noch auf der Erde ist und die Entrückung verpasst hat, der wird grausam, eine grausame Zeit erleben auf der Erde. Falls er das überlebt, diese Zeit der Apokalypse, dann wird er der oder diejenige halt in das tausendjährige Reich kommen später, wenn der Herr Jesus zurückkommt, um die Welt wieder zu ordnen. Aber die meisten Menschen werden leider sterben während der nächsten Jahre in der Apokalypse. Und die Apokalypse ist sehr, sehr nahe. Die Zeichen der Zeit machen es deutlich, dass wir kurz davor sind, vor diesen Ereignissen. Also ist es umso dringlicher, zum Herrn Jesus Christus zu kommen, seine Sünden zu bereuen, sich selbst abzusterben vor dem Herrn, vor dem lebendigen Gott Jesus Christus, ihn als Herrn und Retter und Heiland und Gott anzunehmen und sich ihm unterordnen. Ne? Und dann werdet ihr wiedergeboren und errettet werden und ihr seid bei der Evakuierung dabei. Wenn ihr aber nicht wiedergeboren seid, auch an alle Muslime, die jetzt gerade im Chat zuhören, wenn ihr diese Entrückung verpasst, dann war es das, weil ihr auch das Evangelium gehört habt. 2. Thessalonicher 2, Abvers 5 zeigt da, dass alle Leute, die eben das Evangelium gehört haben vor der Entrückung und es abgelehnt haben, nach der Entrückung keine Möglichkeit mehr haben zu Buße, weil Gott ihre Herzen dann verhärten wird und sie werden dem Antichristen auf dem Leim gehen. Sie werden Opfer werden des Antichristen. Das heißt also, nach der Entrückung und während der Apokalypse gibt es nur noch für diejenigen eine Chance, die vor der Entrückung nicht das Evangelium gehört haben. Richtig. Alle, die das Evangelium jetzt gehört haben und abgelehnt haben, werden nach der Entrückung keine Chance mehr haben. Gott wird ihre Augen und ihre Herzen zumachen. Das ist die Strafe Gottes für alle, die dem Evangelium nicht gehorcht haben. Sich nicht untergeordnet haben dem Evangelium Gottes. Das ist das Traurige. Ja, und dann werden die Muslime hier in Europa in eine schlimme Diktatur hineinkommen. Und die werden gechippt werden, 666. Und dann können die dann halt mit dem Chip mit 666 an ihre rechte Hand Allahu Akbar schreien. Das macht natürlich auch sehr, sehr viel Sinn. Da zeigt eben der wahre Gott, wer der wahre Gott ist und wer herrscht über den anderen. Ne? Da ist der Gott der Bibel, der die Muslime in die Fänge der Diktatur hineinkommen lässt. Offenbarung Kapitel 13. Ja, die Muslime müssen Offenbarung Kapitel 13 lesen, die Bibel. Dann wisst ihr, was auf euch zukommen wird. Und die satanische Elite wird die kommende Bürgerkriege hier in Europa, in den westlichen Nationen benutzen, das Chaos benutzen, um die neue Weltordnung herbeizuführen. Das ist eine schlimme Diktatur, die sich gewaschen hat. Da ist Nazi-Diktatur, da ging gar nichts. Das ist eine Sklavengesellschaft und eine Herrengesellschaft. Da ist das Leben nicht mehr wertvoll. Wenn ihr euch mal kurz darüber informieren wollt oder einen Einblick in die neue Weltordnung haben wollt, dann guckt ihr euch den Film 1984 von George Orwell an mit Richard Burton in den Hauptrollen. Da wisst ihr ungefähr, was das Leben sein wird in der neuen Weltordnung. Aber es wird noch schlimmer werden. Totale Diktatur. Eine absolute Diktatur, die sich gewaschen hat. Die Welt, die Menschheit nie jemals zu Gesicht bekommen hat. Das ist die Strafe Gottes für alle Leute, eben vor allen Dingen für die Europäer, die eben abgefallen sind vom Herrn Jesus Christus, von morgens bis abends in Sünde leben. Und vor allen Dingen auch die Muslime, die ganzen Eingewanderten hierhin, die jetzt, was weiß ich, die Europa übernehmen wollen oder Schlimmes vorhaben, die werden auch selber Opfer werden. Also der Herr wird alle Menschen strafen bald. Alle. Jeder kommt dran demnächst. Und dann war es das.
Und das Wort Gottes sagt ja eben in Offenbarung Kapitel 14, wer das Mahlzeichen des Tieres in der Apokalypse annehmen wird, für ihn gibt es keine Chance mehr zurückkehren. Das heißt also, dieses Ding macht irgendetwas mit den Menschen. Irgendetwas stellt es mit den Menschen an. Und diejenigen, die natürlich gewarnt sind, ist, wenn auch in der Apokalypse Menschen zum Herrn Jesus finden und zum Glauben finden und errettet werden, nur die werden verfolgt und enthauptet werden, weil sie das Mahlzeichen nicht annehmen werden. Offenbarung 20, ja, alle Leute, die das Mahlzeichen nicht annehmen werden, werden enthauptet werden. So eine schreckliche, wie heißt der Film? Das ist der Film 1984 heißt er. George Orwells, das ist eine Novelle, eine Dystopie von George Orwell über die Zukunft der Menschheit. 1984 heißt der Film, in der Hauptrolle Richard Burton. Das ist ein älterer Film, aber der hat es in sich. Der zeigt dann, wie das Leben ungefähr aussehen wird in der neuen Weltordnung. Oder eben die Körperfresser kommen. Da gibt es noch einen Kultfilm, der nennt sich Die Körperfresser kommen, mit Donald Sutherland in der Hauptrolle. Das ist auch ein guter Film, um zu verdeutlichen, was in der neuen Weltordnung auf die Menschheit zukommen wird, wie es aussieht. So.
Was macht? Ja, ihr Lieben, und wenn man jetzt mal kurz zurückgeschaut hat über das vor kurzem Opferfest der Muslime, wenn man das so sieht, dann ist das einfach nur traurig, wie sie eben abgelenkt werden vom wahren Opfer, vom Herrn Jesus Christus. Sie sind hier beschäftigt mit irgendwelchen Ritualen und religiösen Riten, die sogar aus dem Alten Testament, aus der Bibel genommen wurden, ohne die wahre Bedeutung dieser Opfer zu kennen, nämlich dass das Vater Abraham bereit war, seinen geliebten Sohn, einzigen Sohn, worauf er so lange gewartet hat, natürlich hat er auch Ismael gehabt, aber trotzdem zählte für ihn nur dieser eine Sohn, weil er von Sarah kam und nicht von der Magd, von seiner geliebten Frau. Dass dieser Opferfest eben von den Muslimen gefeiert wird. Und wir sehen das ja, dass sie eben abgelenkt werden von dem wahren Opfer des Herrn Jesus Christus. Denn das Opferfest mit Abraham und Isaak ist ein Bild auf den Vater Gott, der seinen Sohn Jesus Christus für uns geopfert hat. Bereit war, seinen Sohn Jesus Christus für uns zu opfern. Ja, man sieht halt, ne, wie der Feind die Menschen eben total ablenkt mit verschiedenen Weltsichten, politischen Weltsichten, religiösen Weltanschauungen. Und das ist einfach sehr, sehr traurig. Wir, die errettet werden, wir können es natürlich immer wieder den Leuten zuschreien, dass sie draufgehen werden, dass sie alle draufgehen werden und sterben und in die Hölle kommen und so weiter, ne? Aber die können uns nicht hören. Es gibt da bei Terminator, ich glaube, das ist der zweite Teil, das ist sowieso der heftigste Teil. Der erste Teil von Terminator ist auch heftig, aber der zweite Teil hat es wirklich in sich. Da ist diese Stelle, wo die Sarah Connor so am Zaun steht und weiß, dass das Ende und die Apokalypse kommt und versucht zu schreien, aber niemand kann ihre Stimme hören. Und die Kinder spielen auf dem Spielplatz und so weiter. Und die versucht zu schreien und zu schreien und die Leute zu warnen, dass das Ende kommt, dass das Verderben kommt. Aber die Leute können sie nicht hören. Das hat mich immer so bewegt, diese Szene. Das hat mich innerlich sehr, sehr aufgewühlt, jedes Mal. Terminator 2, da geht es ja auch um diesen Sohn, der geboren wird, der eben mit der Mutter zusammenlebt, mit Maria, ja, der Sohn Jesus Christus, der eben die Welt rettet. Und eben der Vater zeugt ja diesen Sohn in der Zeit, im ersten Teil, der Vater geht eben durch Raum und Zeit und zeugt eben seinen Sohn, der eben vom Satan verfolgt wird und getötet wird. Und das ist eben, ne, der Terminator im ersten Teil stellt eben Satan dar. Ja, ich höre dich, Armin. Okay, super, Hammer. Ja, der Terminator im ersten Teil stellt ja eben den Satan, generell, die Terminatoren stellen eben den Antichristen, den Satan dar. Und der Sohn, der eben verfolgt wird von Terminator, ist der Herr Jesus Christus. Ne? Der Herodes, der versucht hat durch den Kindermord in Bethlehem,
den Herrn Jesus zu töten als Kind. Ja, der Satan hat versucht, den Herrn Jesus, den Retter, zu töten als Kind. Worüber sprichst du gerade da? Über Terminator, die Filme. Muslime, beste Leute, ich liebe die Muslime. Alle Muslime lieben mich. Es sind nur ein paar kleine Muslime, die da immer so Hasskommentare machen. Der Großteil der Muslime ist alle, sage Dr. Scherer, aber mir ist der heftigste. Also. Ja. Ja, die lieben dich. And do you vor allem hassen die dich, weil du so einen Halalbart hast und die selber nicht so einen Halalbart haben. Halal-Bart. Deswegen hassen die dich am meisten. Das ist der Nummer 1 Grund, warum die dich so hassen. Weil die würden ja am liebsten so einen Halalbart haben, aber du hast den. Auch noch. Der größte Gegner des Islams, der Allah hat ihm den besten Bart gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Aber seinen eigenen Leuten gibt es nur so Fussel an den Stellen. Oh Mann, das ist doch alles verrückt. Das kann man doch nicht. Ein wenig Fussel. Fussel doch. Irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas stimmt da nicht, ey. Irgendwas geht da nicht mit Recht. Allah liebt Amir. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, die Muslime glauben an Vorherbestimmung. Allah hat alles schon vorherbestimmt. Er hat vorherbestimmt, dass ich hier bin und seine Religion in Frage stelle und den Islam verlassen habe und sehr viele Muslime aus dem Islam raushole. Hammer, ne? Kein freier Wille im Islam. Alles ist so, weil Allah das auf einmal so gesagt hat. Deswegen hat der Adam mit Mose auch gestritten im Himmelreich und hat zu Mose gesagt, warum verurteilst du mich für etwas, was Allah für mich schon vorher bestimmt hat, dass ich das machen soll? Die sind so miteinander am Diskutieren. Da sagt er, wegen dir sind wir hier. Sagt er, warum verurteilst du mich? Allah war es doch, der das für mich geschrieben hat. Jeder kennt den Hadith. Richtig verrückt. Richtig verrückt. Warum machst du mich für etwas fertig, was Allah für mich vorher bestimmt hat? Ja, super. Weil die Muslime haben ein Riesenproblem. Wir glauben an freien Willen. Die glauben nicht an freien Willen. Warum gibt es in der Bibel 58 Versionen, was? Versen über Vorherbestimmung? Ja, Vorherbestimmung im Sinne von, dass Gott einige Personen auserwählt hat, um sein Wort zu verkünden. Aber niemals, weil die Hölle damit zu füllen. Oder wer in die Hölle geht und nicht, wenn wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Das ist genauso wie, als wenn wir zum Beispiel den Hadith von Sahih Muslim aufschlagen. Da sehen wir die Katastrophe, dass selbst Mohammed sagt, Aisha, also das kleine Kind, das noch niemals gesündigt hat, ist in den Tod gegangen und dann freut sich Aisha, so wie wir uns alle freuen würden und sagen würden, okay, also wir wären natürlich traurig, aber wir wissen, okay, dieses Kind ist gerettet, weil es das Alter der Sünde, also das Alter der Pubertät nicht erreicht hat, noch das Alter, wo man sündigen kann. Und dann sagt der Mohammed auf einmal, es könnte auch anders sein, Aisha, weil Allah hat die für die Hölle erschaffen, die dafür bereit sind und die für den Himmelreich, die dafür bereit sind. Wahnsinn, ne? Du siehst also, was für eine verquirlte Sichtweise der Islam mit sich bringt. Ein Kind, das noch nie gesündigt hat, ist gestorben und hat auch nicht die Berechtigung, ins Himmelreich zu gehen. Weil Allah es schon in den Lenden des Vaters vorherbestimmt hat, wer in den Himmel und wer in die Hölle geht. Somit ist kein freier Wille im Islam da. Stimmt nicht, Amir. Ist das unglaublich. Stimmt nicht, Amir. Dein Prophet sagt es doch. Amir, was willst du denn entgegenbringen den Muslimen, wenn die sagen, ja, Allah hat das nicht vorher bestimmt, sondern vorher gesehen, wer sich nicht bekehren wird und deswegen von vornherein seinen Weg so gemacht. Also so wie unser Gott. Ja, aber dann haben wir den Hadith von Muhammad im Bukhari und Muslim. Als dieses Kind gestorben ist. Und der Mohammed gesagt hat, es könnte auch anders sein, weil Allah diejenigen für die Hölle geschaffen hat und diejenigen für den Himmel geschaffen hat. Du siehst also, der Allah
hat diejenigen schon für die Hölle vorherbestimmt, die vorherbestimmt sind für die Hölle. Wahnsinn, ne? Ja, genau. Und das Gegenteil eben, das ist Calvinismus, ja? Was der Islam ja im Kern ist, ist ja nichts anderes als Calvinismus, die Ehelehre des Johannes Calvin, dem Reformator, der eben gesagt hat, Gott hat von vornherein bestimmt, wer in die Hölle geht, und der kann sich auch nicht dagegen wehren. Es gibt keinen freien Willen. Ja, und Gott hat von vornherein auch bestimmt, wer in die Hölle geht. Und das ist eben falsch. Matthäus 23 sagt der Herr Jesus ja, Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch sammeln, wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Das heißt also, der Mensch hat einen freien Willen und kann mit seinem freien Willen gegen Gott sich bestimmen, gegen Gott sich entscheiden. Und Gott akzeptiert den freien Willen. So sieht's aus. Deswegen fällt der Islam auch da auseinander. Müsst ihr euch mal vorstellen, ein kleines Kind, das noch nicht mal das Alter der Sünde erreicht hat, noch wo sündigen kann, dann sagt der Moment, nee, es kann auch anders sein. Vielleicht ist es gar nicht im Himmel, vielleicht ist es auch in der Hölle. Ein Kind! Das ist der Wahnsinn. Wo es noch nicht gesündigt hat. Wo es noch nicht gesündigt hat. Noch das Alter der Sünde erreicht hat. Wahnsinn. Ja, wir haben ja diesen klassischen Fall im Koran mit dem Khidr. Mit dem Khidr, der ihn tötet, genau. Und Allah sagt, wir fürchteten, möglicherweise würde er in Zukunft seinen Eltern Schmach bringen. Schmach bereiten. Ja. Und er hat das noch gar nicht getan. Allah sagt, wir fürchteten, dass er das tun wird. Aber Khidr nicht. Ja, Khidr ist doch ein auserwählter Prophet von Allah, der in die Zukunft blicken konnte. Und Allah hat gesagt, Allah sagt ja, wir fürchteten, dass dieser Junge Mach über seine Eltern bringt. Er war sich also nicht sicher. Allah fürchtete. Ich fürchtete, so wie wir Menschen sagen, ich fürchte, derjenige würde das und das anstellen. Das heißt also, irgendwas, was in Zukunft kommen wird, ich fürchte, aber man ist sich nicht sicher. Oder ich befürchte, dass das und das auf uns zukommt. Das ist ein Mensch. Deswegen sieht man, dass das ein Mensch ist, der den Koran geschrieben hat. Deswegen... Das ist halt so das Verrückte halt, ne? Wenn man jetzt die Muslime, ja gut, wir haben wenigstens ein paar Muslimen da raushelfen können durch den Herrn. Der Herr hat uns die Kraft und Macht gegeben, ein paar Muslime zum Herrn zu bringen und erretten. Aber was ist mit den anderen 8 Milliarden Menschen? Was passiert mit denen? 1 Milliarde Buddhisten, 1 Milliarde Hindu oder was weiß ich, wie viele Milliarden von Atheisten, die wir nicht erreichen. Das ist alles sehr traurig. Aber so ist das. Man kann den Menschen nicht ändern. Ja, und deswegen werden sie jetzt demnächst in der Apokalypse gerichtet werden. Wir sagen denn den ganzen Tag, Leute, ihr tut Böses den ganzen Tag und Gott wird das richten. Es geht keine einzige Tat von euch, was ihr tut hier auf der Erde, einfach verloren in der Ewigkeit. Alles ist aufgezählt im Buch der Werke. Ja, da werden Bücher aufgetan. Das Buch der Werke, und da wird jeder gerichtet werden nach seinen Werken. Keine einzige Tat oder Gedanke, Wort, was ihr je hier gesprochen habt auf der Erde, wird einfach so verloren gehen. Gott hat alles gespeichert, alles, und wird das mit diesem verlorenen Menschen im Gericht durchgehen. Jedes Wort, was er gesprochen hat, jedes Schimpfwort, jede böse Gedanke, jede unzüchtige Gedanke, Gott hat alles gesehen und es wird alles gespeichert und der Herr wird das im Gericht, im ewigen Gericht da mit demjenigen besprechen und derjenige wird verstummen. Alleine die Panik, die ausgelöst wird, wenn er sieht, dass er die ganze Zeit beobachtet wurde, Zeit seines Lebens, wo er gedacht hat, er kann machen, was er will und nicht, da ist keiner, der den sieht.
Und dann sieht er, dass nicht nur alle Taten in diesem Buch verzeichnet sind, sondern jeder Gedanke. Und dann wird seine Knie zittern, dann wird er zusammenbrechen, weil er weiß, was dann auf den zukommen wird. Also diese Panik da, wenn er vor dem Herrn steht, alleine schon, dass er sieht, dass das echt war, dass es Gott gibt, dass es den Herrn Jesus gibt, der ihn richtet. Und dass er das nicht angenommen hat auf der Erde. Zu seiner Errettung, was der Herr für ihn am Kreuz bezahlt hat, dass er also dieses Schuldenbegleichen nicht angenommen hat, diese Panik, die da aufkommt und diese Verzweiflung. Und noch vor dem Feuersee, alleine nur im Gericht, meine ich jetzt, ist schon die Hölle für sich selber. Weil derjenige weiß, dass er verloren jetzt gehen wird, ewig. Da möchte ich nicht in seine Haut stecken, da in dem Moment. Geschweige denn noch mit diesen Gedanken in den Feuersee geschmissen zu werden, ewig. Das ist ja noch mal grausamer als alles andere zuvor. Ja. Deswegen kauft die Zeit aus, ihr Lieben. So viele Menschen wie möglich vom Handy zu erzählen. Vor allen Dingen auch die ganzen Laodiceer-Bewohner zurückgelassen. Sie wissen ja gar nichts, die ganzen Gemeinden auch, die ganzen lauwarmen Gemeinden, die wissen ja gar nicht, was eine Entrückung ist. 99% der Christen weiß gar nicht, was eine Entrückung ist. Die lauwarmen Laodiceer werden leider zurückgelassen. Also, jetzt hört ihr mich wieder, ne? Du hast dich stumm geschaltet, Reza, ne? Deine Meinung zu Frankreich habe ich gerade eben schon gesagt, dass dies nur die Wehen sind, was auf uns noch zukommt. Der Islam ist hier, um gewisse Dinge für die Elite zu erledigen. Die ganzen eingewanderten, gewaltbereiten Menschen verhelfen dieser Elite zu dem, was ihr eigentlicher Plan ist, nämlich die totale Kontrolle über die Menschheit. Und der Islam lässt sich ja so genial lenken, ne? Die Muslime. Weil sie fest verankert haben in ihren Schriften, dass man kämpfen sollte, um sozusagen Systeme zu stürzen, wird auch die Elite ihre Soldaten schicken, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten. Und aus dem Chaos wird dann Ordnung geschaffen. Wir sind schon bestimmt auf alles vorbereitet. Solche Pläne sind schon seit Jahren durchdacht und ausgeklügelt worden, ausgetüftelt. Und die Muslime spielen quasi dem Satan in die Hände. Ah, Wahnsinn. Ordo ab Chao, richtig. Hallo? Ja, hi. Gott segne dich und deine Familie. Moin, danke. Dir auch. Der Herr Jesus Christus soll auch dir beistehen. Ne? Und Assalamu alaikum an die Muslime. Und hallo an jeden anderen. Ich habe eine Frage. Du machst ja diese
Vorträge und so weiter, diese Videos schon seit längerem, ne? Und ich schaue schon seit 2 Jahren oder so oder 3 schon zu. Aber bis jetzt habe ich noch, bin ich nicht zum Entschluss gekommen. Bist du gegen den kompletten Islam oder halt nur das, was politisch halt, also dieses Ich bin gegen den mit. Islam und gegen die Lehre des Islam, natürlich. Komplett, Also vollkommen, aber nicht gegen alles. die Muslime an sich. Gegen Ah, okay. Ideologie, gegen Religion, aber für Muslime. Okay. Ich dachte halt, du bist Ja, auch weil gegen dieses Muslime und Buch, so weiter. der Koran, du musst ja nur den Koran nehmen und dann siehst du, wie der Koran Sachen über die Bibel behauptet, die unvorstellbar sind. Wie viele Lügen über den Herrn Jesus Christus verbreitet wird. Dass die gesamte Bibel verdreht wird, die Kreuzigung geleugnet wird, die Auferstehung geleugnet wird, die Sohnschaft, Gottheit, alles. Und wenn wir daran glauben, muss uns sogar noch der Schädel abgeschnitten werden. Und wir sind die Ungläubigen laut Allah in Sure 5, Vers 72 und Sure 5, Vers 73. Bewahr, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Jesus ist Gott. Bewahr, Ja. ungläubig sind die, die sagen, Jesus, also Allah wäre einer von dreien. Dreieinigkeit. Ja, also hier ist das Ding, aber die Juden und die Christen, ihr werdet doch Menschen der Schrift, also Ahlul Kitab genannt. Ahlul-Kitab, genau. Da Ja. kommen die Muslime und dann sagen die, ja, aber ihr seid doch Leute der Schrift und wir sollen mit den Leuten der Schrift gut umgehen. Und dann sagt aber Allah, ja, das sind zwar die Leute der Schrift, aber die behaupten Dinge, die ich so niemals gesagt habe. Und wenn sie das sagen, dass Jesus Gott ist, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Ich, Ja. also als ich mir die, also als ich mir die Evangelien ein bisschen durchgelesen habe und angeschaut habe, dann da steht es ja drin, ne, dass Jesus Ja, Gott sehr ist. gut. Und Also hast du erkannt, dass der Jesus Gott ist. in der Und Bibel steht das drin, ja. Und kein Christ kann Nein sagen. Deshalb habe ich so ein bisschen, verstehe ich nicht, warum es so Zeugen Jehovas gibt oder Arianer, der sagen, er wäre ja, weil der sie ein Sohn, Problem verstehst haben du? mit, weil sie ein Problem haben und die Bibel nicht verstanden haben und die komplette Menschwerdung Gottes nicht verstanden haben in Jesus Christus. Ja, aber warte kurz, aber du kannst mich jetzt korrigieren, aber Sohn Gottes, das ist doch auch ein Titel, der eigentlich nur Gott, verstehst du? Das ist ja nicht, Sowieso. damit ist, das stimmt ja, oder? Also das ist ja Richtig. nur ein Titel, das ist ja nur für Gott. Keiner kann jetzt sagen, er wäre der Sohn Gottes, verstehst du? Jetzt in dem Kontext. So wie Jesus das in diesem Kontext gesagt hat. Und die Ja, Juden das das meine auch ich. verstanden haben. Die haben gesagt, du nennst Gott deinen Vater und hast dich Gott gleich gemacht. Verstehst du? Ja. Ja, ich weiß, ja. Und als ich mir die Bibel ein bisschen durchgehe, das steht ja drin, ne, dass er schon eine Präexistenz hatte, ne, denn er sagte ja zum Vater, jetzt verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Sehr, Also sehr gut. das ist ja eine, also die Bibel sagt, dass er schon präexistent war. Und da Sehr gut. kann kein Zeugen Jehovas sagen und sagen, er war das nie, verstehst du? Ja, du Da siehst, steht's dass ja der auch drin. Die Zeugen Jehovas sagen ja, dass der Herr Jesus der Erzengel Michael ist, der eben Präexistenz war, bevor, ne, die Erde erschaffen wurde. Die drehen Ja, das Ganze so um und machen daraus eine Irrlehre. aber hier Ja, ist auch das man muss Ding, so. was Ja. ich. Was? Entschuldigung. Man muss eigentlich auf die Suche gehen und schauen, wer hat die Zeugen Jehovas gegründet? Was Das war war ein das für ein Charles Mensch. Page Russell. Charles Page Und Russell. was. Ja, und Ich auf glaube, der war welchem Friedhof ist er Freimaurer oder begraben? Ja, da sieht man eben die Connections. Da so. sieht Der man war eben, Freimaurer. dass diese Brüderschaft der Schlange seine Finger im Spiel hat. So sieht's Und aus. die Zeugen Also Jehovas richtige. führt. Ja, aber auch das Ding, was ich nicht verstehe, bei jetzt Menschen, die an die Dreifaltigkeit glauben, da gibt es auch Leute, die sagen, Jesus wäre der Vater. Aber das ist doch christlich. Ehelehre. Das ist eine Ehelehre. Da musst du Aber Ami, vorsichtig hast du das sein. nicht auch mal gesagt? Nein, ich habe das noch nie gesagt. Der Oder Sohn ist doch. der Sohn, der Vater ist der Vater, der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Es gibt Okay. einige Christen auf TikTok, die völlig dahergelaufen hinkommen und anfangen zu lehren und auch falsch lehren. Ja, weil ich war einmal bei einem, der sagte, dass alles eins ist, aber er meinte halt auch in der Form, dass der Vater der Sohn ist, der Sohn ist der Vater und der Heilige Geist ist der Nein, Vater und der Heilige Geist ist der nein. Sohn. Aber Sonst das ist halt. würde der Herr Jesus Christus gar nicht sagen, dass der Vater in einem unzugänglichen Licht wohnt. Und der Sohn kam hier hin und hat uns Kunde gegeben. Verstehst du? Ja,
Und im Hebräerbrief heißt es ja, dass der Vater den Sohn anbetet. Warum sagt denn der Herr Jesus Christus, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war? Ja, der sagt weil ja, ich beherrliche mich selber bei mir, wo die Welt noch nicht war. Das ist doch Quatsch. Ja, die haben halt zusammen gelebt, aber also im Geiste sind sie eins. Aber die Einheit, die haben immer schon eine Einheit gebildet. Du siehst, die Dreieinigkeit ist auch im Alten Testament direkt vorhanden, in den ersten Versen der Bibel. Naja, als Jahwe das Gesetz zu Moses gab und Moses hat gesagt, ja, wie soll ich ihnen das jetzt zeigen? Die werden mir nicht glauben. Dann sagte ich bin, hatte ich gesendet. Und dann hat Jesus, also ein Jude hat Jesus ausgelacht und gesagt, du bist nicht mal 30 Jahre alt und du sollst Abraham gesehen und sagte, wahrlich, vor Abraham war der Abraham war ja, genau sowas. Verstehst du? Und das war auch für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, also die Trinität jetzt so. Trinität steht nicht in der Bibel, aber halt das Konzept, das ist ja, das steht ja drin. Das habe ich ja so gelesen. Ne? Ja, wobei die Trinität steht schon drin. 1. Johannes 5, Vers 7. Drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und alle drei sind eins. Ja, dieser okay, Vers ja. fehlt vielleicht in manchen Übersetzungen, weil die eben eine diese ja, die etwas kleinere Handschrift zu Übersetzung genommen haben, aber nicht in den Mehrheitstext. In dem Mehrheitstext kommt dieser Vers vor. Zum Beispiel bei der Schlachter 2000, das den Textus Receptus und so weiter verwendet. Da ist das drin, ganz normal. Ja, aber es gibt ja auch solche Leute, die glauben, dass das heißt Historianismus oder irgend sowas, die glauben, dass Jesus Christus Halbgott ist. Halbgott? Nestorianismus. Nestorianism, genau, auf Englisch. Ja. Das sind alles genau. Ehelehren. Ja. Das sind verschiedene Ehelehren, die sich hineingeschlichen haben vom Satan in die Christenheit, um die Menschen, die Gläubigen, durcheinander zu bringen. Oder sie eben sogar zu fischen, wenn diese Gläubigen nicht wiedergeboren sind und nicht versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Da kann der Satan sie noch fischen. Durch verschiedene Ehelehren. Diese Ehelehre, dass der Herr Jesus der Vater ist, ist durch den Vers in Jesaja 9, Vers 5 hervorgebracht worden. Und zwar durch ein falsches Verständnis von diesem Vers, wo es steht, dass der Sohn, der geboren wird, ist ewig Vater. Aber das ist damit nicht gemeint, dass er der ewige Vater ist, sondern der Herr Jesus ist der Beginner und Vollender des Glaubens und der Erretteten in die Ewigkeit. Und er ist der König der Ewigkeit. Für alle Gläubigen. Von da an führt er als König, als Sohn Gottes, die ewigen Erretteten. Also der Zeitlauf der Ewigkeit, er ist der Vater und der Gesetzgeber, der Führer. Aber wir wissen, dass er das Ganze nochmal dem Vater abgibt. Ja. Ja, ja. In der Ewigkeit. Also du siehst, es wird immer wieder auch vom Herrn Jesus eine Unterscheidung getroffen. Zwischen Vater und Sohn. Das Thema. Und dann führen die noch eine andere Bibelstelle an, die berühmte Bibelstelle, ich und der Vater sind eins. Dann sagen die, der Jesus ist der Vater. Dann sage ich, nein, sie sind im Wesen eins, aber zwei verschiedene Personen. So sieht es aus. Ja. Wesensgleich mit Gott, mit dem Vater, aber unterschiedliche Personen. Unser ganzes Dasein ist von Dreieinigkeit getauft, sozusagen. Ne? Mhm. Sehr interessant, das Thema. Allgemein Religion fand ich immer interessant. Wie weit bist du denn jetzt da mit deinen Recherchen? Weil ich sehe ja hier, du bist ja irgendwie Odin, Vag und so weiter. Also, Vag ist schwedisch. Das hat nichts mit deinem Glauben zu tun. Nee, oder auch aber, die Rune, du benutzt ja auch die Rune und so. Ja, das schon. Also du bist eher so dem nordischen Glauben zugewendet, oder wie das ja. Noch, oder bist du dir sicher? Also sicher kann man sich nie sein, aber ich glaube dran, ja. Ja. Also wenn man sich sicher ist, ne, dann was soll man noch hier auf der Erde? Aber ich glaube halt dran, aber ich behaupte nicht, dass ich alles weiß und die absolute Wahrheit habe. Das wäre eine Lüge, denn ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube dran. Und ich recherchiere ja auch über andere Religionen und so. Ich lese mir vieles durch. Ich habe ja mit 12 Jahren
mit dem Islam angefangen, also jetzt darüber zu recherchieren und den Koran zu lesen. Ich war, bis ich 16 wurde und jetzt bin ich 18, verstehst du? Das ist ein bisschen her. Du bist 18, ja. Wahnsinn, ja. Du wirkst aber sehr reif, also auch deine Stimme und so, ey. Das, das sagt mir jeder, der denkt, ich wäre 30. Jeder. Ja, locker. Jeder denkt, ich weiß nicht warum, jeder denkt, ich wäre 30. Du hast eine sehr, sehr dunkle Stimme. Ja. Ja. Testosteron halt. natürlich oder Untergrund? Nachgold. Nee, natürlich. Ich war Enantat oder Naturlat? Naturlat oder natürlich. Alles, was ich so natürlich bekomme, das ist wohl so, ne? Also ich mache das nicht. Dass ich, mein Mann muss den, verstehst du, das ist ein Tempel. Ich muss den gut halten, also verstehst du? Der wurde mir gegeben und ich muss drauf aufpassen. Ich dachte nicht so, verstehst du, verletzt und so. Das ist nicht gut. Ja, bin du ich. Sagst ja christliche Sachen, das ist ja, was du da sagst, ne? Das steht ja in der Bibel, ne? Das, wie christliche Sachen? Ja, du hast ja gesagt, vom Tempel deines Leibes gesprochen. Und das ist ja biblisch. Apostel Paulus sagt ja eben, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des lebendigen Gottes ist, wo der Heilige Geist Platz nimmt? Wusstest du das nicht? Nee, wusste ich nicht. Wie kommst du darauf, dass du sagst, der Körper ist mein Tempel? Na, in einem Tempel, ne? Also ihr abgesehen jetzt von Religion, so Tempel ist ja, das ist etwas, verstehst du, das muss man sauber halten und so weiter. Da gehen die Menschen hin, schauen, verstehst du, diese Dinge halt. Und deshalb habe ich das so mit Tempel verglichen. Ja, weil da steht im Wort Gottes, was du da gerade gesagt hast. Und ich bin auch kein Undercover-Muslim. Keine Ahnung, was die da... Ja, wir können das ja direkt ausschließen. Was hältst du von Allah und Mohammed? Also, ich sag jetzt mal meine Meinung und danach sage ich, wie ich das praktiziere. Also, ich bin sehr politisch und wenn ich sehe, dass der politische Islam Macht gewinnt, verstehst du, und ich kein Moslem bin, dann muss ich dagegen sein, weil ich möchte, dass Europa Europa bleibt, verstehst du? Aber sozial gegen die Muslime habe ich nicht, solange sie, also das ist eigentlich bei jedem Menschen so, solange er sich korrekt gegenüber mich verhält, verstehst du? Aber gegen Islam und so, die sollen, verstehst du, auch der Staat und so in Saudi-Arabien, nur Gott, also nur die Götter wissen, ob das wirklich islamisch ist und so die Hände abpacken und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich islamisch ist. Ja, natürlich ist oder es so. Islamisch. Da habe ich Sura 5, Vers 38. Schneidet dem Dieb und der Diebin die Hände ab. Der Dieb und der Diebin schneidet die Hände ab. Das ist da habe ich keine Ahnung, aber ich möchte eigentlich, dass Europa halt europäisch bleibt, verstehst du? Ohne Influence von nicht-europäischen Dinger halt. Oder Ideologien, sagen wir mal so. Der politische Islam jetzt gemeint. Aber wenn ich einen Moslem sehe und der sagt mir Hallo, verstehst du, ich schlage ihn ja nicht ins Gesicht, sagt mir auch Hallo und so weiter. Ist Mohammed für dich ein Prophet? Nein, also Mohammed ist irrelevant für mich, weil ich ja kein Moslem bin, verstehst du? Ich kenne mich zwar... Da hast du den Ansatz schon die Frage beantwortet. Wenn Mohammed für dich kein Prophet ist, dann war's. Ich weiß, aber es gibt Menschen, die trotzdem noch weiter lügen und sagen, die haben einen Geist in sich, die wissen, dass ich Moslem, verstehst du, keine Ahnung, ich schlag die nur aus. Die sagen, aber ich wäre ein Moslem. Ja, eine Frage nochmal. Ja. Du hast aber so ein Gefühl von Heiligkeit. So eine Vorstellung, ein Urgefühl in dir von Heiligkeit. Glaubst du wirklich, also, dass der Valhalla mit der Beschreibung, was da drin los ist, etwas mit Gott und der Heiligkeit zu tun hat, wahrhaftig meine ich jetzt mit der Heiligkeit? Also Valhalla ist für die Krieger. Ich bin ja kein Krieger, ich komme ja nicht auf Valhalla. Ach so, okay. Das heißt, was Valhalla passiert mit dir? Mit mir, ich komme nach hier rein. Das ist eine Welt, wo man, also im germanischen Hallo, Glauben, ich habe einfach Fragen. Und zwar habe ich mir den Koran einfach nicht aus Interesse zu der Religion bestellt, sondern ich wollte einfach wissen, was da so drin steht und warum sich die Muslime so verhalten.
Jetzt muss ich aber leider feststellen, seitdem dieser Koran in meinem Zimmer steht, habe ich die ganze Zeit nachts und abends das Gefühl, ich werde beobachtet. Ja. Geschweige denn, habe ich die schlimmsten Träume von Dämonen, die mich zerfleischen. Meine Mutter wird vor meinen Augen zerfleischt und so weiter. Also, ja, keine Ahnung, was das sein soll, aber sehr verstörend und ich komme darauf gar nicht klar. Koran. Ja. Ja, siehst du mal, was du dir ins Haus geholt hast. Scheint wohl doch wirklich am Koran zu liegen, ja? Anscheinend, ne? Ja. Bete zum Herrn Jesus Christus und der Herr wird dir auf jeden Fall beistehen. Bei sowas. Denn es gibt keinen anderen Namen, der so powerful ist, wie der Name des Herrn Jesus Christus, vor dem alle Dämonen zittern. Alle. Ich habe einfach zu krassen Respekt davor, wenn ich ihn anbete und frage nach ihm und ob ich, also wenn ich meine Sünden bekenne und den Weg zu Jesus finden möchte. Ich habe einfach zu krassen Respekt vor diesem Gefühl, das ja viele sagen, dass man dann so ein Gefühl von Freiheit oder ein Berührungsgefühl so mäßig hat. Ich habe davor einfach zu krassen Respekt. Ja, wenn du Buße tust, ist das ja, der Herr Jesus Christus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Und der Herr Jesus Christus schenkt dir dann auch diesen Frieden in deinem Herzen, sodass du nicht mehr die ganze Zeit denkst, oh, bin ich jetzt gerettet, bin ich nicht gerettet, so wie die anderen Religionen davon geben. Mhm. Dass sie sagen, ja, man weiß nicht, ob man gerettet ist. Der Jesus Christus gibt dir die Sicherheit, Garantie. Du musst zu ihm kommen. Oder du solltest zu ihm kommen. Ich werde das auch machen. Also so geht es auf jeden Fall nicht weiter. Ich habe auch einen Sohn, ich will nicht, dass das irgendwie auf meinen Sohn zurückspringt. Aber habe ich keine Lust. Ich werde auf jeden Fall das machen. Ich werde meine Sünden bekennen und den Herrn suchen. Sehr gut. Sehr gut. Du hast eine sehr, sehr weise Entscheidung getroffen. Eine sehr kluge Entscheidung, dass du dich in Richtung Jesus Christus bewegst. Ja, das ist ja zu viel. Theorien gehen jetzt gerade rum, die bestätigt werden. Also, was soll man machen? Man muss ja irgendwie den richtigen Weg finden und den wahren und sauberen. Amen. Und der wahre Glaube ist in Jesus Christus sichtbar. Ja. Reza, was war nochmal deine Frage? Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich. Okay, meine Liebe, wenn du möchtest, kannst du auch irgendwann mal wieder reinkommen und dann Zeugnis geben, wie du den Herrn angenommen hast und wie es war. Oder du kannst auch hier den Herrn Jesus Christus sagen, das ist auch kein Problem. Okay, mache ich dann. Ich mach das. Okay, alles klar. Gott segne dich, ja? Euch Gott auch. Segne. Einen schönen Tag noch. Okay, ciao. Danke, ciao. Mit dem Valhalla. Ja. Wenn man liest, was da so in Valhalla los ist, mit dem Alkoholsaufen und Frauen, Weiber und so weiter, das ist ja ähnlich wie das islamische Paradies mit dem Alkohol und Jungfrauen und so weiter. Das ist, hat sehr viele Parallelen, Ähnlichkeiten. Aber meine Frage ist, ist das für dich, wenn du an Gott und sein Dasein und sein Tempel in der Ewigkeit im Himmel denkst, denkst du wirklich, dass das dazu passt? Na, wie? Also, bevor sie jetzt. Also, diese Beschreibung des Valhalla mit diesem Alkoholsaufen und den Frauen, ist das wirklich gleichzusetzen mit dem heiligen Gott? Also, bevor sie jetzt da geredet hat, ne, ich habe sie trotzdem ausreden lassen. Keine Ahnung, aber Valhalla ist für die Krieger, verstehst du? Die ehrenvoll. Unabhängig, ob es für Krieger oder nicht, alleine schon dieser Ort. Ja. Dass da Alkohol gesoffen wird und Weiber und so weiter. Ist das ein heiliger Ort, das mit Gott in Einklang gebracht werden kann? Mit einem heiligen Gott? Naja, man campt und man trainiert halt in Valhalla und da gibt es halt solche Feste, ne? Mit Met, Mjöd und Frauen. Ja. Ja, und ist das heilig? Sowas. Heilig, das ist dir überlassen, wie du das siehst. Ne? Ich komme ja nicht dahin. Das ist dir überlassen. Ja, aber einfach, nur einfach ein Urteil zu sprechen. Etwas ist heilig oder etwas nicht, ist nicht heilig. Zum Beispiel jemanden zu vergewaltigen, ist das ein heiliger Akt? Das ist,
wenn man sowas macht, dann meiner Meinung nach tötet man seine Seele ab. Und ja, derjenige Ja, ist also du hast eine verloren. Vorstellung von Heiligkeit und Reinheit. Ja, Ja, natürlich. ich meine damit, du hast eine Vorstellung in dir von Heiligkeit und Reinheit. Und Man passt soll gewisse Alkohol Dinge saufen und nicht mehr. Weiber und so weiter, Feste? Das Ja. ist ja, das Passt ist das zu ja, einem heiligen Gott? das ist ja gewollt, ne? Da wird ja niemand gezwungen, was zu machen. Hallo? Widerspruch. Was ist ein Widerspruch? Gott ist ja heilig. Ja. Und Weiber und Saufen bei Gott im Himmel, Ja. das passt ja irgendwie nicht zusammen. Das ist ein Widerspruch. Das ist ja deine Sicht, ne? Ich akzeptiere das. Ich komme ja von, ich brauche mir da keine Gedanken zu machen, weil ich ja nicht noch mal danach komme, ne? Ich gehe ja nach höchstwahrscheinlich nach Helheim. Nach Helheim. Ja, das ist eine, also im germanischen Glauben, da gibt es Welten. Und Helheim ist eine Welt, da bekommt, also wenn du halt jetzt gesagt, wie wir das so verstehen, moralisch ein guter Mensch, du hast den Armen geholfen, du hast Gutes für dein Land getan, gut für die, also was Gutes für die Menschen getan, dann kommst du nach Helheim und da bekommst du ein Haus und du kannst da in Ewigkeit leben, verstehst du, in Gelassenheit, weit weg von irgendwelchen komischen Gesellschaften, die für Ja. komische Dinge sind. Das Okay, was ist, ist. wenn du ein guter Mensch war, aber du hast öfters gelogen in deinem Leben? Bist du immer noch ein guter Mensch oder bist du ein guter Mensch, der ein Lügner ist? Das hängt von den Lügen ab, ne? Wenn Ach, das hängt von den Lügen ab. Du jetzt bei mir zu mir kommst, ne? Und du Schutz von mir Ja. brauchst und dann kommt jemand Ja. Schläger und sagt, war Resa bei dir? Und ich sag nein, obwohl du bei mir warst, dann ist das ja eine Lüge, aber das ist dann, verstehst du, das ist ja zum Schutz für dich. Verstehst du? Das hängt von der Lüge Ja, ab. ich rede jetzt nicht von Notlügen. Selbst Notlügen wäre bei Gott, bei dem Herrn Jesus Christus nicht in Ordnung. Aber okay, kein Problem. Wir reden jetzt wirklich über den Alltagslügen. Ja, das Hast ist du schon mal nicht gut. Alltagslügen gebracht? Hast du schon mal einen Ich Alltagslügen gebracht? lüge sehr, 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 sehr selten. Okay, aber du hast es schon mal getan. Ja, oder nicht, Ja. ja. Und war das eine Notlüge oder wolltest du einfach nur einen Vorteil für dich herausholen? Meistens waren es Notlügen. Als ich kleiner war, habe ich sehr, sehr. Also, Aber als ich kleiner war, habe eine ich mal. Lüge hast du bestimmt. Eine Lüge hast du Natürlich, bestimmt, wo du einen ja. Vorteil von. So, und jetzt halten wir das nur fest. Diese eine Lüge, wo du also einen Vorteil für dich herausholen wolltest. Was passiert denn damit? Ist das egal für Also, Odin? nein, ich muss halt ne, tatsächlich das bereuen, ne? Und halt dazu stehen, dass ich das gemacht habe, ne? Und den Fehler einsehen. Aber Odin möchte natürlich wahrhaftige Menschen haben. Und alle anderen, die für Mord und sowas, verstehst du, die gehen zu einem Ort, der Verdammnis, verstehst du? Die sind verdammt für alle Zeiten. Ja. Ja, aber also wie ist das denn jetzt? Also die Menschheit ist entstanden von durch Odin. Er hat die Menschheit erschaffen. Ja. Und er ist selber Natürlich, ja. einäugig. Er ist einäugig, ja. Ein Also er hatte vollkommener zwei Gott, der Augen, aber hat einäugig sein. ist. Er hat sein anderes Auge, also sein anderes Auge, ich glaube, das war das Linkauge, Ja. weggemacht für den Gott Mimir. Ja. Er musste Das heißt also, der auswandern. kann. Er ist nicht imstande, sich ein Auge einfach durch ein schnelles Wort oder einen Schnipser sich ein Auge wieder dran zu machen. Er ist unfähig dazu. Das habe ich nicht gesagt, das könnte er machen, aber dann musst du, keine Ahnung, dann musst du ihn fragen, warum er das nicht Ich macht. brauche ihn nicht zu fragen. Das ist ein Gott, der nicht vollkommen ist und keine Macht hat, sich selber ein Auge zu machen, damit er wieder normal gucken kann. Also, wir sehen ja, also, wie soll ich das jetzt sagen? Bei Jesus Christus, er hat ja auch geblutet, ne? Aber wenn er wollte, würde er nicht bluten, verstehst du? Aber er Ja, hat, verstehst du, was ich meine? Das ist genauso auch bei uns. Wenn er würde, dann würde er, aber er macht es nicht. das ist aber was anderes als wie jetzt mit seinem Auge, dass er das nicht in Ordnung bringen kann. Ich sag ja nicht, dass er es nicht kann. Der Herr Jesus hat es in Ordnung gebracht. Der ist auferstanden von den Toten. Die haben ihn erstochen. Der hat alle Wunden zugemacht und ist auferstanden. Es ist vollkommener Mensch. Aber bei Ja, Odin merkt man, der kann das gar nicht. Der bleibt mit seinem ja einen doch, Auge und er hat komplette Wesenheiten von dieser, also in dieser Religion hat er komplette Wesenheiten von dieser Welt auslöschen lassen für die Menschen.
Ja, aber danach, nachdem er das getan hat, muss er wieder vollkommen werden. Warum ist er immer noch unvollkommen in der Ewigkeit? Er ist doch nicht unvollkommen, er kann alles. Ja, aber der macht das nicht, der bleibt immer nur mit dem einen Auge, mit so einer Klappe. Sowieso Pirat, Piratklappe. Über dem er Auge. Hat keine Klappe, das ist ein Film. Ja gut, aber ein Auge hat er, also irgendwie fehlt ein Auge ja. Da in dem Kopf von ihm. Ja. Ist das, und das ist ein schöner Ding ins zum Anschauen oder was in der Ewigkeit. Also bis jetzt, seitdem ich das also wahrhaftig praktiziere, geht es mir wirklich besser, verstehst du? Ich war vorhin sehr verloren, verstehst du? Ich wusste nicht wirklich, was machen, verstehst du? Wo komme ich hin nach dem Tod, verstehst du? Das war eigentlich die einzige Frage, die ich mir immer gestellt habe, verstehst du? Was geschieht mit mir, verstehst du? Wo gehe ich hin? Ja. Verstehst du? Was passiert? Ja. Sind wir unbewusst, verstehst du? Komme ich in die Hölle, komme ich in den Himmel, komme ich nach Valhalla, komme ich nicht nach Valhalla, keine Ahnung, gehe ich in den Olymp, verstehst du? Irgendwas. Was passiert mit mir? Werde ich wieder solche Dinge halt, verstehst du? Und das stelle ich mir schon seit immer. Also, seit ich klein bin, verstehst du? Seitdem ich denke, was geschieht. Weil ich wusste schon, dass das alles nicht ewig ist, verstehst du? Die Welt. Die geht ja irgendwann unter, wahrscheinlich. Weil das ist halt die Eigenschaft von Materie. Die bleibt ja nicht für immer. Genau. Ja, aber woher willst du wissen, dass das eben der Feind des Gottes der Bibel dir in den Kopf gesetzt hat mit dieser germanischen Mythologie? Welchen Feind? Was ist, wenn er dich... Ja, der Gott der Bibel sagt ja, dass es einen Teufel gibt, der sich hinter allen Weltanschauungen und Religionen versteckt und sich als Gott anbeten lässt. Naja, aber was ist, wenn du einen von wenn du einen von diesen Weltanschauungen, die der Teufel ins Leben gerufen hat, um dich vom wahren Gott abzulenken, du einen dieser Götter auf dem Leim gegangen bist? Ja, aber warte kurz, hier ist das Ding, warum ich an sowas nicht glaube. Aber ich akzeptiere deine Meinung. Der Teufel, wenn wir die Bibel auch schon wissen, dass der Teufel Böses lehrt, verstehst du? Und er ist das pure Böse, das ist seine Natur. Er kann also nichts Gutes tun, denn das wäre widersprüchlich zu seiner Natur. Wenn man jetzt mit in deinen Kontext geht und sagt, okay, Odin ist der Teufel, Odin lehrt Gutes, verstehst du? Er sagt ja, nicht... mach das mit Frauen, mach das mit Frauen, zwing die zu gewissen Akten. Er sagt sowas nicht. Diese Menschen, die sowas tun, die werden ihre Strafe bekommen, verstehst du? Und die wird schmerzhaft sein, sehr schmerzhaft, verstehst du? Und auch Mord und so weiter. Aber Verführung funktioniert ja nicht so banal, wie du das möchtest. Nein. Der Teufel ist ja nicht so dumm, wie du ihn gerne haben möchtest. Dass er nur Böses dir lehrt, damit du ihn erkennst. Nein, so dumm ist er nicht. Ja, aber das heißt, er hat auch eine gute Seite. Sehr viel Gutes verpacken, ja genau. Der wird Gutes verpacken, also das Böse in Gutem verpacken und dir das unterjubeln. Damit genau wie im Islam. Genau wie im Islam. Du findest also sehr gute Passagen, die eher friedlich wirken und dann hast du auf einmal zwischendurch immer mal so Gift. Und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass der Satan da auch ganz schön gewütet hat. Ja, aber abgesehen, okay, wir gehen jetzt dann mal davon aus, ihr habt recht. Was soll ich denn glauben, verstehst du? Ich habe dann keine Ahnung, was ich machen soll. Denn mein ganzes jahrelang, verstehst du, studieren, Dokumentation aufschreiben, niederschreiben. Du musst alles wegschmeißen, so wie wir. Verstehst du? Alles weggeschmissen haben. Ja, natürlich. Der Herr Jesus verlangt ja von dir, dass du alles abstirbst. Du musst die ganze Welt, deine Vergangenheit, alles in den Mülleimer werfen und neu geboren werden. Ja, was soll das bedeuten? Du musst dich und dein ganzes Leben, was du bis jetzt gelebt hast, musst du bereuen und absterben, hinter dich lassen und neu mit dem Herrn Jesus beginnen. Das ist die Wiedergeburt, was der Herr Jesus in Johannes 3, Vers 3 sagt. Und dann bist du errettet. Ab dem Zeitpunkt der Wiedergeburt. Also behauptest du jetzt in dem Kontext, ich soll Odin, also diese meinen Glauben, jetzt mal weglassen und dann zum natürlich Christentum kommen? Was soll ich? Nein, was du sollst zum Christentum. Ich weiß nicht, was du sollst. Du sollst zum lebendigen Gott kommen. Du sollst nicht zum Christentum kommen. Ja, du sollst zu deinem wahren Schöpfer kommen, der Wahrhaftige. Und nicht irgendeinem Fake, also, der dich verführt hat.
Das sagen wir auch zu den Muslimen. Du sollst zu deinem wahren Gott kommen. Der da ist, der Gott der Bibel. Der Satan hat sich als viele Götter, Religionen aufgestellt auf der Erde und lässt sich anbeten. Aber da steckt der Satan dahinter. Interessant. Du musst das alles wegtun und du musst zu dem wahren Gott kommen. Warum fragst du denn nicht einfach Gott selber? Das habe ich einfach ohne Namen. Das habe ich. Und dann hat sich Odin gemeldet. Nein, und dann hat sich Odin. Das ist ja. Jetzt. Ich mache mal. Das ist jetzt eine kurze Story. Ich ziehe die jetzt aber auch nicht in die Länge. Also seit ich 10 bin oder so, habe ich gesagt. Warum ist das so? Verstehst du das ganze Universum? Ja. Warum sind die hier? Was passiert mit mir? Mit 12 habe ich angefangen mit Religion, aber primär habe ich angefangen über den Islam jetzt. Verstehst du? Weil damals, vor 6 Jahren, hatte der Islam tatsächlich sehr viel Hype bekommen. Verstehst du? Und da habe ich mir gesagt, gut, dann schaust du dir das mal an und lest dir mal durch und versuchst das zu verstehen. Verstehst du? Den Glauben jetzt. Ja. Das hat mir aber also nichts gesagt, verstehst du, doch nichts gebracht. Ja. Dann habe ich. Das hat dich nicht erfüllt. Nein. Das hat dich doch nicht erfüllt. Das hat mir nichts zugesagt, sagen wir mal so. Ja, ja. Und dann bist du weitergegangen auf der Suche. Genau, und dann habe ich hab sehr viel gemacht, ne? Okkult und so weiter. Also nicht gemacht, sondern gelesen. Und so weiter. Und ich kenne mich da auch aus bei vielen Dingen. Aber dann habe ich gesagt, ja, okay, dann du stammst ja von den Germanen, dann verstehst du, dann guck mal, was das ist. Dann habe ich gelesen, Nächte, Tage lang nur das gemacht. Und das hat irgendwas in mir ausgelöst. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber ich war trotzdem so schwankig darin. Das heißt, ich habe nicht so stark geglaubt, wie ich es jetzt tue. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann praktiziere mal und dann siehst du, wo das hinkommt. Dann haben mir Christen geschrieben und so weiter, die sagten so, wag, lass das sein, das ist vom Teufel und so. Und der Himmel, da haben mir die erklärt, Himmel, Hölle, dann haben mir gesagt, der Himmel ist so und so und dann machst du das und das und das ist, und die Hölle, da wirst du, verstehst du, in Ewigkeit also abseits von Gott dort existieren. Und dann habe ich mir gesagt, scheiße. Ich möchte nicht in die Hölle, ich möchte nicht auf ewig brennen. Und dann ging ich auf die Knie, verstehst du, und ich habe Yeshua gefragt, ob er der wahre Gott ist. Irgendein Zeichen wollte ich, egal ob es Regen war, Donner oder irgendwas, verstehst du, irgendwas. Und ich habe gewartet. Dann habe ich mir gesagt, ja gut, dann machst du es nochmal, verstehst du. Und dieses Mal habe ich versucht, mehr Emotionen, verstehst du, und so weiter. Das hat mir aber nichts gebracht. Danach hatte ich Träume über Odin und so weiter, verstehst du? Und dann hatte ich mich sehr schlecht gefühlt, dass ich meine Vorfahren und ihn verraten habe. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir vergeben kann, verstehst du? Und ich habe ab dem Moment eine Akzeptanz gespürt, die ich nie gespürt habe, verstehst du? Mein Herz hat gepocht, mir war so warm, obwohl ich Verrat gemacht habe, wurde ich trotzdem akzeptiert als verlorenen Sohn, so gesehen. Verstehst du? Nur ab dem Moment habe ich streng dran geglaubt. Das Problem ist ja, du sagst, ich bin halt Germane und ich gehe zu meinem germanischen Gott. Das heißt, das kann doch nicht die Wahrheit sein. Das heißt also, wenn ein Araber Gott sucht und sagt, ja gut, ich bin jetzt Araber, dann gehe ich zu meinem arabischen Gott, das ist Allah. Jeder bleibt bei seinem Gott, was so auf der Erde existiert, oder was Millionen Götter. Und das kann doch nicht die Wahrheit sein für alle. Es muss doch ein allumfassender Wahrheit für alle Menschen gelten. Und nicht du mit deinem deutschen Gott, der Araber mit seinem arabischen Gott, der Chinese mit seinem chinesischen Drachen. Das kann doch nicht alles die Wahrheit sein. Ich kann doch niemanden zwingen, das nicht zu machen, verstehst du? Ich lasse die Menschen. Nein, du hast mich nicht verstanden. Es kann nicht die Wahrheit sein, dass du deinen germanischen Gott hast, der Araber seinen arabischen Allah hat, der Chinese seinen chinesischen Drachen und alles ist die Wahrheit. Jeder, also alles ist die Wahrheit, obwohl das alles verschiedene Sachen sind. Ja, das ist halt unlogisch. Das ist halt deine Sicht, ne? Ich verstehe schon, was du meinst, aber wenn du Chinese wärst,
Wenn du Chinese wärst und würdest du sagen, ich habe alle Götter geprüft und der germanische Gott ist der wahrhaftige Gott, dann würdest du sagen, okay, alles klar, der ist wenigstens Freigeist. Aber du bist doch nicht ein Freigeist, wenn du in Deutschland geboren bist und dann zu deinem deutschen Gott gehst. Ich bin nicht. Ich bin Nein, nicht du bist einfach nur zu deiner Tradition zurückgekehrt. Du bist doch nicht frei. So wie die traditionellen Araber beim Allah bleiben. Die traditionellen Buddhisten da bei Buddha bleiben in Ostasien. Das ist doch nicht Freigeist. Die ethnische Religion von den Arabern ist nicht Allah. Ne? Die hatten auch mehrere Götter. Ja, gut, aber jetzt ist das Islam. Jetzt ist das Islam. Ja, jetzt. Aber vorher. Dann sagen die ja, anders. Gut. Nein, der deutsche Gott ist für die Deutschen, unser Gott, der liebt für uns, also das ist der arabische Gott Allah für uns und der Chinese halt seinen Drachen. Das kann doch nicht alles die Wahrheit sein. Es muss einen Gott geben, der alle Völker der Erde, der wahrhaftige Gott dieser Völker ist und nicht diese stationären Götter. Aber es steht doch in der Bibel, derjenige, der klopft, dem wird aufgemacht, oder nicht? Ja, wie oft? Ja, man fragt sich dann auch, wie oft hast du die Zeichen denn wahrgenommen oder hast du sie einfach außer Acht gelassen? Man weiß ja nicht, wie der Herr sich dir gezeigt hat und du das überhaupt gar nicht wahrgenommen hast. Der Herr arbeitet ja immer noch an dem. Du siehst doch, dass er bei uns ist. Und das heißt ja auch. Der Herr ist immer noch um den drum herum und gibt ihm Zeichen die ganze Zeit. Ja, Haru sagt das auch immer und danach macht er sich über mich lustig. Ja. Wer macht das? Wer sagt das? Ja, Haru sagt das auch und der hat sich danach über mich lustig gemacht. Er sagt, wo ist Odin? Wer ist denn das? Haru. Bruder Haru. Der auf TikTok ich. Oder was? Ja, ach so, ja. Nein. Du bist jetzt hier bei uns zu uns gekommen und aus einem bestimmten Grund. Du hast dieses Gebet gesprochen und der Herr Jesus schickt seine Leute zu dir, die dich nochmal warnen und die zeigen, ja, der Herr Jesus möchte durch uns dich zur Umkehr bewegen. Sicher, weil ich habe auf Anfrage gedrückt, ne? Weil ich was fragen wollte. Du bist doch schon das zweite Mal jetzt hier bei mir drin. Ja, ich mag euch ganz gerne. Ihr seid coole Dudes. Ihr seid, ihr seid schon die Goats, so, ne? Coole Dudes. Nein, also wir wollen ja nicht nur coole Dudes sein, wir wollen dir auch helfen, dass du deine Entscheidung fürs ewige Leben triffst, für Jesus Christus. Ja, das sagst du so und ich verstehe auch deine Position, aber ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich wäre der schrecklichste Christ auf Erden, glaub es mir. Warum schrecklichster Christ? Warum? Was würdest du schon ich tun? Ich kann nicht dran glauben, also ich könnte an Trinität glauben, das ist ja, da steht ja, aber das mit Brot und Wein, verstehst du? Die Symbolik, die Erkenntnis aus der Bibel ist noch nichts für dich. Du bist noch nicht richtig drin. Du hast noch nicht den Heiligen Geist und du kennst ja die Bibel noch nicht mal. Das musst du erstmal hinter dich lassen, alles. Und erstmal dich bekehren, den Heiligen Geist empfangen. Und dann Schritt für Schritt wird der Heilige Geist dich in alle Wahrheit der Schrift führen. Du kannst nämlich als Außenstehender schon direkt auf die 10. Stufe springen. Das ist so, als wenn ich jetzt, was weiß ich, zu einem Karate-Lehrer gehe, der, was weiß ich, den 5. Dan hat und dem erzählen, wie man so einen richtigen Kick macht. Ja, aber... Der wird erst mal sagen, Moment mal, du hast überhaupt keine Ahnung von Karate, du bist da draußen, komm erst mal rein, mach erst mal eine Aufwärmeübung. Ja, aber recherchiert du hast mit Dan und so weiter nichts zu tun. Recherchiert man aber nicht zuerst über eine Religion, danach nimmt man sie eventuell ab. Nein, du kannst die Bibel so nicht verstehen. Du kannst die Bibel nicht verstehen, weil dein weltlicher Geist das, was die Bibel sagt, eben nicht verstehen kann. Natürlich kann der Heilige Geist dich packen, wenn du die Bibel liest, aber du kannst nicht tiefe Erkenntnisse aus der Bibel rausholen, weil die Bibel sehr viel mit Symbolsprache spricht. Und das braucht alles sehr viel Zeit, um in diese tiefe Erkenntnis reinzukommen. Wohl aber wird der Heilige Geist, der durch das Lesen des Wortes, also der Bibel, dich packen können. Das geht. Wenn du zum Beispiel den Römerbrief liest. Ja. Finde ich dir. Römerbrief, Kapitel 1 zum Beispiel, bis Kapitel 8. Aha. Das empfehle ich dir. Das wird dich packen. Da wird der Heilige Geist, der Gott, mit dir ins Gericht gehen und dann wirst du sofort wissen, dass das die Wahrheit ist, dass das nicht menschgemacht ist, sondern dass da wirklich Gott gerade mit dir spricht. Also warte kurz, dann habe ich eine Frage. Wenn du mir das empfiehlst und du hast ja gesagt, dann werde ich dazu wissen, dass das die Wahrheit ist, ne? Ja. Wenn ich aber trotzdem an anderer Meinung bin, heißt das dann, dass das nicht die Wahrheit ist? Es ist eben nur eine Wahrheit. Die muss dich packen.
die Wahrheit. Ja, aber wenn es mich nicht packt jetzt, hypothetisch, ich weiß es ja nicht. Ja. Aber wenn ja. es mich nicht packt, heißt es dann, dass das nicht wahr ist? Nein, die Wahrheit bleibt trotzdem die Wahrheit. Okay. Es gibt, entschuldige bitte, wenn ich dir so extreme Beispiele nenne. Ist okay. Du weißt, okay. dass man als Vater zum Beispiel seine Kinder schützen muss. Na richtig? Klar. Das ist eine Wahrheit. Ein Vater hat die Verantwortung und die Pflicht, auf seine Kinder aufzupassen und sie zu lieben, richtig? Das ist die Pflicht des Vaters. So, aber es gibt, genau, das ist eine Wahrheit. Aber es gibt Väter, wo die ihre eigenen Kinder missbrauchen sexuell. Das sind ja, aber das sind, aber ist das, die Wahrheit? Das sind. Moment, ich will einfach philosophisch dir was beibringen. Ja, ich weiß. Sie missbrauchen ihre Kinder, ja? Das heißt also, das kann nicht die Wahrheit sein. Du hast ein Gewissen in dir, das so einen Zeiger hat, das ausschlägt für die Wahrheit. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, ja, das ist auch eine Wahrheit, ich liebe meine eigenen Kinder, ich will mit denen schlafen. Da kannst du nicht sagen, nee, Moment mal, das ist nicht die Wahrheit, du missbrauchst sie, du gehörst hinter Gitter. Auch wenn es für denjenigen, für den Vater selber die Wahrheit ist, der findet das vielleicht gut, dass man mit seinen eigenen Kindern Liebe macht. Ja, aber für dich ist das nicht die Wahrheit. Warum? Weil du ein Gewissen hast und dieses Gewissen schlägt aus. Ja. Der Zeiger. Und wenn du sagst, die Wahrheit würde mich nicht packen, da stimmt was mit dir nicht, nicht mit der Wahrheit. Da stimmt was mit diesem Vater nicht, nicht mit der Wahrheit. Dieser Vater, der seine Kinder missbraucht, mit dem stimmt was nicht. Aber nicht mit der Wahrheit. Die Wahrheit ist für alle gleichgültig. Jeder Mensch kennt die Wahrheit. Jeder Mensch hat das Gewissen in sich und weiß, was die Wahrheit ist. Okay. Deswegen schalte dein Gewissen ein und dann liest du den Römerbrief. Okay. Die ersten 8 Kapitel. Und dann wirst du sehen, wer da zu dir spricht. Okay. Und dabei bleiben. Dabei nicht parteiisch werden. Nicht parteiisch werden. Halte noch bis zur letzten Sekunde, bevor du noch gestorben, also noch nicht gestorben bist, halte dich offen dafür, dass der wahrhaftige Gott sich dir offenbart. Okay. Nicht vorher schwach werden und sagen, oh, jetzt habe ich was gefunden, was mir meine Seele gut tut. Nein. Du musst offen bleiben, bis der wahrhaftige Gott sich dir offenbart. Ja. Nicht vorher zumachen. Okay. Das ist sehr interessant, was du sagst. Wusste ich nicht. Ja. Mach das mal bitte, ja? Lies du den Römerbrief, die ersten 8 Kapitel. Okay. Aber ist King James eine gute Übersetzung? Ja, das ist einfach eine englische Version von der Bibel, die eben auf Textus Receptus basiert. Das ist eine gute Bibel, ja, aber es ist Englisch. Du brauchst nicht Englisch zu lesen. Nein, ich habe das auf Deutsch. King James auf Deutsch, ja, dann kannst du es lesen. Du kannst den Schlachter 2000 nehmen, ist egal. Ich habe die Bibel jetzt so, aber nicht als Buch, sondern als App. Da hat man alle Bücher vom Alten Testament und alle Bücher vom Neuen Testament in einer App. Man muss halt nur scrollen oder halt den Namen des Buches draufklicken halt und das Kapitel. Aber sonst habe ich alles, alle Bücher, die existieren. Bibel. Einmal wurde sich stumm geschaltet. Ich sehe kein Stummzeichen. Man hört nur keinen Ton. Ja. Hoffentlich. Ja, aber mein Bruder hat dir sehr, sehr gute Worte mitgegeben auf dem Weg. Ne? Was du daraus machst, bleibt dir überlassen. Ne? Man zwingt dich ja nicht. Aber du musst dir sicher sein, dass eines Tages du auch du deine Augen zumachen wirst. Und ja, du dann in den Kirchhof, ne? Das ist das Herz. Unsterblich. Wir sind. Ja. Wir werden sterben, alle mal. Irgendwann. So sieht's aus. Ja. Aber ist Reza wirklich dann, nennst du ihn Bruder wegen Bruder in Christus? Nee, der ist mein wahrhaftiger, leiblicher Bruder und geistlicher Bruder. Ah, okay. Der gehört zu den Head Street Boys. Der ähnelt dir wirklich, und deshalb habe ich gefragt. Ja, ist auch mein Bruder. Ja, ich weiß, deshalb habe ich gefragt. Ja. Ja, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du dir Gedanken machst über die Worte, die mein Bruder dir gerade mitgegeben hat, dass du dir eingestehst, dass du da nochmal den Herrn bittest, dich da zu führen, ne? So wie mein Bruder dir gesagt hat, auch den Römerbrief zu lesen, die ersten 8 Kapitel.
Um zu erkennen, ne? Ja. Aber hast du noch eine Frage? Ja, ja, eine habe ich noch, eine letzte. Wenn man jetzt angenommen Christ ist, ne, und eine christliche Frau hat und die haben eigentlich dieselbe Meinung, die auf der Bibel basiert und die Beziehung ist eigentlich christlich geprägt und bla bla bla, alles was so sein sollte, ne, im christlichen Glauben, müssen die eigentlich ein Kind haben? Sie sollten heiraten und dann den Herrn bitten, da dass die Frau auch dadurch dann, also dass die Familie dann gesegnet wird, ne? Ja, die entstehen. Aber, wir sagen jetzt, die haben geheiratet, also ist das eine Pflicht, ein Kind zu haben nach der Heirat? Ja, Pflicht ist überhaupt nichts an Pflicht. Sagt Gott, es wäre besser. Der Herr sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Also der Herr liebt ja jedes Kind, das geboren wird, sowohl von den Muslimen als auch jedes Kind auf dieser gesamten Erde. Also wenn du Kinder hast, dann freut es den Herrn, verstehst du? Ja. So. Denn Gott liebt alle Kinder, alle Menschen. Er hasst aber die Sünde. Auf mich. Der Herr liebt dich, ja, aber er hasst deine Sünde. Ja, wenn er wirklich existiert, Jesus Christus, so wie die Bibel sagt, wird er nicht erfreut sein, was ich mache. Er ist überhaupt nicht erfreut über uns Menschen. Deswegen sagt er auch durch den Apostel Paulus, denn es gibt keinen, der gut ist, auch nicht einer. Allesamt taugen sie nichts. Nicht einer fragt nach Gott. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verfehlt, verstehst du? Du bist nicht alleine. Wir sind alle mit im selben Boot. Aber wenn ich das nach Gott frage, bin ich das, was uns, das, was uns und das, was uns unterscheidet zwischen uns und den Menschen, ist einfach nur, dass Jesus Christus für uns bezahlt hat und wir besser dran sind in der Ewigkeit als alle anderen. Das ist das Einzige. Ja. Wir sind besser dran als alle anderen Menschen, die keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Weil er stellvertretend für uns bezahlen wird. Wie ein Anwalt, der uns aus dem Gericht rausboxt. Er ist der beste Anwalt. Interessant. Interessant, ne? Ja. Und mein Bruder hat mal etwas Tolles gesagt. Mein Bruder hat etwas Tolles gesagt, das werde ich auch nie vergessen. Und die Geschwister wissen das auch, dass der Herr Jesus sowohl Richter als auch Retter ist. Er kann hier auf der Erde dein Retter sein. Das suchst du dir aus, wie du den Herrn Jesus Christus haben willst. Entweder hier als Retter oder aber du begegnest ihn als Richter. Und das Wort, was der Herr Jesus Christus gesprochen hat, wird dich richten. Denn Gott ist ja kein Hampelmann, der einfach irgendwas sagt und sagt, ja, okay, ich nehme mein Wort zurück. Nein, sein Wort wird dich richten. Wahnsinn, ne? Ich hoffe natürlich, dass du durchdringst. Dass du zum Herrn Jesus Christus kommst und deine Knie vor ihm beugst und sagst, Herr Jesus, bitte vergib mir all meine Schuld, die ich in meinem Leben getan habe. Ich komme heute zu dir. Lege all meine Sünden bei dir ab an dein Kreuz und glaube an das, was du für mich getan hast. Denn du hast stellvertretend für mich bezahlt, Herr. Du, der du gerecht bist, hast für mich Ungerechten bezahlt. Und ich nehme dein Geschenk der Gnade an. Lasse mich von Neuem geboren werden. Aber eigentlich bin ich doch ein stabiler Heide, oder? Vom Bitte Wissen, was? Ja. Eigentlich bin ich doch ein stabiler Heide vom Wissen. Ja, für einen 18-Jährigen hast du auf jeden Fall mehr Wissen als die ganzen kleinen Muslime, die manchmal hier reinkommen. Ja, also das ist jetzt nicht auf Muslime jetzt bezogen, sondern allgemein auf die 18, 19, 20-Jährigen. Für dein Alter bist du auf jeden Fall vom Kopf her viel, viel weiter als also manch andere. Ja, ich kiff mich halt nicht durch oder so, verstehst du? Ich gehe auch nicht in irgendwelche Clubs oder so. Oder so. Ja, sehr gut. Das war nie irgendwas für mich. Das, keine Ahnung. Ich ging lieber in Okay, den mein Bar. Lieber. Ja, tschüss, ne? Gott segne dich. Danke für die Information. Gerne. Lies bitte Römer 1 bis 8, ja? Ja. Ihr Lieben, bitte betet für ihn, ja? Amen, ja. Gibt dort in Miami, Albanien. Hey, grüßt euch, servus, grüßt ihr miteinander, salam alaikum. Hallo, Chip Darren. Hey, ich habe eine Frage an euch zwei, okay? Speziell an dich, Ex-Moslem. Ja, bitte. Ja. Ich habe einen sehr gut belesenen islamischen Bruder an meiner Seite und ich habe ihn dazu gebracht, dass er mit dir in eine Debatte eingehen würde, okay? Ja. Aber wir haben eine Bedingung, es muss halt abends stattfinden, weil der tagsüber arbeitet.
schaffst du es heute Abend um 22 Uhr gemeinsam mit mir und dem Kollegen live zu gehen. Und ich sage dir, du wirst ihn kennen. Er ist deutschlandweit sehr, sehr bekannt. Und es wird eine geile Diskussion, weil das ist jemand, der Ahnung hat und das ist nicht einfach irgendeiner, der hier reinkommt und irgendwas dir erzählt. Wer ist das denn? Nein, bleib geheim. Du wirst dich selber überraschen. Bleib geheim. Wir sind doch nicht hier bei Geheimnisvoll. Ja, ich sag dir doch. Sag doch, wer es ist. Ist doch egal. Ja, hol ihn doch jetzt hier rein. Wo ist das Problem? Der arbeitet. Ich sag doch, der arbeitet. 22 Uhr, wo wir alle schon tot sind und da fast am Schlafen sind, wegen Morgen wir aufstehen zur Arbeit. Ex-Moslem, ganz kurz. Er kommt dann von der Arbeit nach Hause. Okay? Und ich will dir was sagen. Es ist eine geile Diskussion, endlich mal auf Augenhöhe. Weil die meisten Leute, ich zähle mich selber dazu, haben halt nicht dieses Wissen, was du hast. Und das ist jemand, der überbietet dein Wissen, sag ich dir jetzt. Traust du dich 22 Uhr? Auf locker. Ich bin um 22 Uhr tot, man, raffst du das nicht? Sonst würde ich doch auch abends live kommen. Abends liege ich dann nur noch in meinem Bett, möchte einfach meine Ruhe haben. Aber warte doch mal bitte. Ich frag dich doch, mach doch einmal eine Ausnahme. Mach doch mal eine Ausnahme. Ich kann es nicht ändern. Soll er jetzt seinen Job kündigen wegen TikTok? Nein. Ja, siehst du, dann muss er sich Zeit nehmen irgendwann mal, dann kann er hier mit mir reden. Ich sag's dir nochmal, es geht nicht beruflich bedingt. Kannst du mir einen Gefallen tun, eine Ausnahme in deinem Leben schaffen, indem du sagst, ich tue das jetzt bestimmt für mein Wissen und komme um 22 Uhr. Leute von Iman TV oder sowas. Kann das sein? Ich sage dir, warte mal ganz kurz. Wenn du diese Debatte gewinnst, wirklich, zieh ich meinen Hut vor dir. Das ist aber jemand, der hat den Koran 17 Mal durchgelesen. Von mir aus kann er ihn 20 Mal durchgelesen haben. Wenn er nicht in der Lage ist, das zu verstehen und die Tafsir der Ulema durchzugehen, dann ist er trotzdem ein Nichtsnutz und ein Niemand. Okay. Nichts. Dann meine Frage an dich. Schaffst du es heute ausnahmsweise um 22 Uhr live zu kommen? Mach doch mal die Ausnahme für deine Zuschauer. Miami Arben, was möchtest du jetzt? Sag mir mal bitte. Möchtest du selber deine Seele in Sicherheit bringen? Wollen wir über deine Ewigkeit sprechen? Nein, ich möchte einfach nur den Makar machen. Du möchtest lieber mit Arafat und so im Livestream abhängen und Quatsch machen. Ja, das ist deine Aufgabe. Warte mal ganz kurz, sag dir nochmal. Trau dich doch mal, dich jemanden zu stellen, der einfach Ahnung hat. Und nicht mit Wer von den Muslimen hat denn Ahnung von seiner Religion? Alle sind sich uneinig, was den Islam angeht. Jeder versucht, seine Meinung da wieder zu geben. Bist du besser belesen als wir alle? Was? Wenn du heute Abend diese Debatte gewinnst, bist du besser belesen als wir alle? Das ist ja unglaublich. Das ist ja genauso, als würde ich dir sagen, ja komm, ich hol mal ein Serben zu dir. Und dann gucken wir mal, ob du bessere Argumente hast als Albaner gegen einen Serben. Und wenn du gewinnst, dann werde ich die Albaner so hoch loben. Was ist das bitte? Wissen doch durch meine ganzen Livestreams, durch meine ganze Arbeit auf YouTube, durch die ganzen Beweise, die ich gebracht habe, keiner kann mehr sagen, dass der Islam die Wahrheit ist. Dann nimm es doch an. Ich sage dir doch, dann nimm es doch an. Komm doch wie ein Mann um 22 Uhr und beweise es doch. Ich bin abends tot. Verstehst du nicht, dass ich abends runterschalten möchte? Dass ich abends abschalten möchte. Dann sag mir eine Uhrzeit. Ich hab doch gesagt, gewissen Uhrzeit, ab 6, 7 Uhr bin ich schon so gut wie tot. Da möchte ich nur noch meine Ruhe haben. Du siehst doch, dass ich abends nicht mehr live komme. Abends bin ich einfach nur kaputt. Du siehst doch, ich arbeite den ganzen Tag. Soll ich mich dann noch abends abmühen, um mit jemandem noch voll in Rage zu reden? Verstehst du? Aber das geht doch maximal eine Stunde, danach kannst du dich doch zur Ruhe legen. Ja, maximal eine Stunde, aber das bleibt ja nicht mehr eine Stunde. Ich reg mich so dermaßen auf, weil ich weiß, dass er mit mir wieder auf Ignoranz schalten wird, weil alle Muslime ignorant sind. Alle. Du kannst sie nacheinander fragen. Die Ignoranz ist bei allen vorhanden. Du machst doch dein TikTok, während du arbeitest. Das können andere Menschen einfach nicht, okay? Deswegen musst du mal rückwärts. Ja, dann müssen wir das akzeptieren. Dann müssen wir einen anderen Weg schaffen. Dann musst du mal akzeptieren, dass du als Hosenscheißer da stehst, weil du könntest dir die Zeit nehmen, traust dich aber danke nicht. Danke für deine Worte. Gott segne dich. Und komm bitte nicht mehr hier rein. Wie der redet so, ne? Traurig, dass du ein Hosenscheißer bist und mach mal und so. Aber zu anderen kann er nicht gehen. Zu so Pierre Vogel, Abul Bara
oder Marcel Kras oder sonstiges. Verstehst du? Die kommen alle zu mir. Guck mal. Seit 20 Jahren treiben die hier Unwesen. Aber nicht eine vernünftige Diskussion. Nicht einmal setzen sie sich in Livestreams, holen jemanden rein, der Fragen und Antworten macht. Nein, sie halten ihre blöden Rutbas und dann beantworten die eine beklopptere Frage nach der anderen. Darf ich im Lamborghini in den Himmel rumfahren? Das ist unglaublich. Darf man sich seine Farbe raussuchen auch? Vor allem limitiert oder nicht limitiert? Weil wenn auch alle anderen im Gender auch alle Lamborghini haben, und dann ist das ja auch wieder nichts Besonderes wieder. Ne? Stell dir mal vor, ja, 500 genau. Millionen Muslime fahren alle Lamborghini. Das ist auch langweilig. Der muss limitiert sein. Ja, genau. Auf dem Himmel. Ich will eine limitierte Edition. Ich will mit meinen 72 Hudel Ain auf dem Rückbank. Muss breit genug sein, dieser Lamborghini. Und dann will ich den ganzen Tag Sheikh Ibrahim und Abul Bala hinterherfahren und die immer überrollen. Was ist denn bloß los mit euch, Mann? Ihr macht aus einem heiligen Ort, macht ihr die größte Katastrophe der Menschheit. Palmen PNIS mit Verwandten SEX haben und Bäche voll mit Alkohol. Also, was ist das für ein Himmelreich, Mann? Da können wir auch, wie ich euch das tausendmal gesagt habe, Wikinger werden. Valhalla! Komm, lass ja. uns saufen! Da siehst du, ja, genau, da siehst du eben, das wollte ich eben auch gerade sagen, da siehst du eben die Handschrift des gleichen Wesens, der eben hinter Islam steckt mit den Paradiesvorstellungen, der hinter der germanischen Mythologie steckt. Man sieht ja. sofort, wer das ist. Ja. Wer den Leuten sowas verspricht, um die zu verlocken. Ja. Um sie anzulocken. Ja. Ja. Da sieht man sofort, wer dahinter steht, welcher Geist das ist. Du musst dir mal vorstellen, Reza, dass der Sheikh Ibrahim durch Islam-Content mehrere hunderttausend Follower generiert hat auf TikTok. Und dann fragen die Leute den, ja, bei wem hast du denn gelernt? Und dann sagt er allen Ernstes bei diesem Sheikh aus Ägypten, den ich gepostet habe, der auch noch ja. zugibt, dass man auch Kinder heiraten darf. Man muss nur ein bisschen ja. warten, bis sie so etwas da dran ist, weil sie damit die ja, bereit ja, 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 ja. ist. Ist das ja. so Fatten? Dieser Sheikh Al-Adawi, Mustafa Al-Adawi? Ja, ja. Ich habe das gesehen, dein Video dazu. Schande, ja. Schande, Schande. Und da habe ich extra diese Kinderschutz, Bündnis Kinderschutz da erwähnt. Weil die Muslime ja in ihrem Koran, in Sure 65, Vers 4, verankert haben, dass sie mit Kleinkindern heiraten dürfen. Nur sie müssen ein bisschen warten, bis dieses Kind etwas da dran ist an diesem Kind. Und dann dürfen sie es penetrieren. Unglaublich. Dass da nicht diese Anzeigen seitens hier deutsche Bevölkerung hagelt, ne? Bei solchen Sachen. Das ja. ist mir auch noch ein Rätsel, ne? Also die Muslime haben ein Buch namens Koran, in dem ihr Gott erlaubt, von wem die sich scheiden lassen dürfen und wen sie wieder heiraten dürfen. Und dann sehen wir, dass die Ausleger, die frühen islamischen Gelehrten, also die islamischen Gelehrten, die näher an Mohammed dran waren, alle damit einverstanden sind, dass der Vers gemeint ist, dass es sich um Kinder handelt. Man darf also frühpubertäre Kinder heiraten, ab einem Alter von 1, 2, 3, 4 und dann muss man nur ein bisschen warten, bis da so ein bisschen Fleisch dran ist und sie den Akt aushalten kann. Einfach eine krankhafte Sekte, Mann. Einfach krankhaft, Mann. Das ja, was ich mich auch frage, da mit diesen Huris da im Himmel, Amir, sehen die alle gleich aus, also schablonenartig für alle Muslime, oder gibt es Unterschiede? Weil stell mal vor, du hast 72 gleiche Frauen, 72 Stück davon, von der gleichen Frau. Das ist ja auch langweilig, da hast du auch wieder nichts von dieser Mehrzahl. Ja, da hast du auch wieder recht, ja. Verstehst du? Es sei denn, die sehen alle unterschiedlich aus. Und jetzt kommt's, Amir. Auf einmal nach 200 Milliarden Jahren, dann guckst du ja mal auf die Hoodies von dem anderen, weil du siehst, oh, der hat auch hübsche Dinger. Und dann wirst du eifersüchtig, dass du die nicht hast. Das kommt automatisch. Eifersüchtig auf die Hoodies von den anderen. Ja, natürlich. Du weißt, wie wir Männer sind. Ja, das stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Die Eifersucht. Aber nee, der Allah macht das ja dann weg, diese Eifersucht.
So wie die Frauen, die dann zum Beispiel ins Himmelreich von Allah eintreten, sie werden dann ihren Mann dabei zugucken, wie der 70 Jahre lange Dauerorgasmen hat und die Frau wird ihn dabei dann zuklatschen. Ja, wundervoll, mein Mann! Perfekt machst du das! Nimm diese Hoodie! Jetzt mach mal bitte bei der weiter! So, weil der hat keine Eifersucht mehr. Ja, Trainer halt, ne? 70 Jahre lange Dauerorgasmen, ihr Lieben! Glaubt ihr mir nicht? Guckt euch das an. 70 Jahre lang. Ah! Das ist so unglaublich. 70 Jahre lange Dauerorgasmen, bitte. Das ist ja Horror eigentlich so, weil das ist brutal. Ich möchte mal gerne so einen richtigen Scheich nach dieser Sache fragen, ob der so. Es gibt ja einen Scheich, der da hat ja darüber gesprochen. Nach zwei Jahren schon einen Herzinfarkt. Ich habe mich totgelacht, Reza. Ich habe mich totgelacht. So ein Scheich hat das thematisiert und hat das so in eine seiner Predigten eingebaut. Ich bin gestorben. Ja. Die Leute, ich habe nur noch das Gelächter da in diese Khutba gehört. Das ist heftig. Überleg mal, predigt so über solche Themen. Das soll Predigten sein. Unglaublich. Ja, guck mal, ey Leute, wenn ein Mann eine seiner Frauen gepunktet hat, dann würde sein Orgasmus für 70 Jahre währen. 70 Jahre bis zum nächsten Orgasmen. Erst danach würde er sich der nächsten Frau zuwenden. Und wenn das geschieht, wird die nächste Frau zu ihm kommen und ihn an seine Schulter anfassen, woraufhin er sie ansehen würde. Er würde dabei sein Gesicht in ihre Wangen erkennen können, deutlicher als in einem Spiegel. Und kleine Perlen würde er an ihrem Leib sehen, welche den Osten und den Westen mit Licht erfüllen. Dann würde er sie fragen, wer bist du? Ihre Antwort wäre, ich bin nur eine von vielen weiteren, die noch kommen werden. Und sie würden mindestens 70 Kleider gleichzeitig tragen. Und ein solches Kleid gleicht einem Windröschen. So weich ist es. Und mit seinen Augen könnte der Mann durch die Knochen ihrer Beine hindurchsehen. Du weißt ja, dass die Das ist heftig. Du weißt ja, dass die Hudel eng transparent sind. Das heißt, wenn sie trinken, sieht der Muslim das so, ne? Da die transparent sind. Wunderschön, sehr sexy. Und mit seinen Augen könnte der Mann durch die Knochen ihrer Beine hindurchsehen, sowohl ihr Knochenmark als auch was dahinter ist sehen. Und sie würde Kopfschmuck tragen, gefertigt aus Perlen und winzige Perlen. Die untersten reichen, um den Osten und den Westen zu erhellen. Jetzt pass auf. Erhellen. Wo lesen wir das? Im Musnad von Imam Ahmad Hanbal. Hadith Nummer 11504. 11504. Ja. Musnad Ahmad Hanbal. Im Musnad von Imam Ahmad Hanbal. Ja, das ist natürlich sehr verlockend, den knochigen Hintern da zu sehen von deinen Frauen da, ne? Diese Knochen. Das ist sehr, sehr. Leser, pass mal auf. Lass es euch noch was vorlesen. Guck mal, was die Mohammed fragen. Guckt euch das bitte an. Wo finden wir das? In Nushat al-Mustarin, Band 1, Seite 253. Sie fragten, O Rasul Allah, werden wir im Himmel punkten, O Gesandter Allahs? Er antwortete, ja, ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt. Ihr punktet dann hart und härter und wenn ihr euch von der Frau entfernt, so wird sie wieder zur Jungfrau. Raudat al-Muhbin wa Nusat al-Mustarin, Band 1, Seite 253. Abgefahrene Religion, Mann. Ja. Wo sind die Sheikhs? Wo sind die Shiuchs? Wo sind die Imame? Ja, das ist die eine Sache. Aber die andere Seite ist ja, ob du sowas glaubst. Das ist ja die Sache. Wir können da nicht an sowas glauben, das sage ich bitte dich. Also behaupten kann ja viel, jede Religion kann ja viel behaupten, nur die Frage ist, ob du sowas glaubst, dass du sowas bekommst und dass es so aussehen wird halt. Ne? Guck dir das mal bitte an. Leute, zieht euch das bitte rein. Pass mal auf. Vaginen, die von PENIS pausenlos gepunktpunktet werden möchten. Der Gesandte Allahs wurde gefragt, schlafen die Leute des Himmels mit ihren Frauen?
Er, Mohammed, sprach, ja, mit einem mächtigen Penis, der mit den Punkten niemals aufhören kann, und Vaginen, die von diesem Penis pausenlos gepunktpunktet werden möchten. Und ihr Verlangen endlos. Sibat al-Jinnah von Ibn Abi al-Dunya, Nummer 265. Das ist der Islam in seiner reinsten Form. Wo seid ihr Schiuchs? Wo seid ihr Imame, die darüber Predigten halten? Nicht einer von euch traut sich das, weil dann würden reihenweise den Islam verlassen und sagen, das ist das allerletzte, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das soll Heiligkeit sein, das soll Himmelsvorstellung sein. Das ist eine Cartoon-Religion, Mann. Cartoon. Bugs Bunny, hier. Bugs Bunny. Ja, es ist hart. Diese Paradiesvorstellungen sind, glaube ich, mit das Heftigste am Islam, ne? Was da los ist. Ja, man muss den Muslimen das zeigen. Reza, muslimische Männer werden im Himmel schwanger. Der Gesandte Allahs. Der Gesandte Allahs sprach, der gläubige Mann, der sich im Paradies nach einem Kind sehnt, soll trächtig gemacht werden. Die Schwangerschaft wäre mitsamt der Geburt innerhalb einer einer Zeitspanne von 20 Minuten beendet, sofern er dies wünscht. Sunan Ibn Majah, Band 5, Buch 37, Hadith 4338. Ja, es ist hardcore. Es ist einfach nur hardcore. Wo kommt dieses Baby denn raus? Aus dem Nasenloch? Aus den Ohrenlöchern? Oder woher kommt das Baby raus? Nein. Der Mann wird, der bekommt halt ein Ding, das ist Vagina zum Gebären. Der hat Bart, aber Vagina. Ja, was soll man denn sagen? Ich habe keine Ahnung. Also durch Nasenlöcher, Ohren und so weiter kann ich mir nicht vorstellen. Und wir wollen ja nicht so schmutzig werden jetzt. Also vorne und hinten kann es auch, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der das sich vorstellt. Kann nicht mehr wahr sein. Ey, schreibt euch das auf. Sunan Ibn Majah, Band 5, Buch 37, Hadith 4338. Sunan Ibn Majah, Band 5, Buch 37, Hadith 4338. Und hier haben wir noch eine Quelle. Der gläubige Mann, der sich im Paradies nach einem Kind sehnt, soll trächtig schwanger gemacht werden. Und das Kind wäre innerhalb einer Sa'a, einer Zeitspanne von 20 Minuten. Ein vollkommener Erwachsener, sofern er sich dies wünscht. In Muwatta Malik, Buch von Al-Jami, Seite 384. Das ist hardcore. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der uns wegholt von diesem Wahnsinn, von diesem Cartoon-Zeugs und uns gezeigt hat, was der wahre Himmel ist. Ein Ort, den wir uns niemals vorstellen können. Nicht so ein sinnlicher Ort mit riesen PNIS, Zerfetzen der Jungfernhäutchen und 70 Jahre Dauerorgasmen und so. Nein. Nein. Ach, ihr Arne, du bist doch nur neidisch. Nur weil du auf einer Wolke irgend so ein Instrument spielen wirst, so eine Harfe dein Leben lang in Ewigkeit, bist du so langweilig auf einer Wolke rumfliegen. Da haben die Muslime auch irgendwie recht, ne? Was habe ich denn davon, haben die doch immer gesagt, hat ein Muslim gesagt, wenn ich auf eine Wolke fliege, mit so einer Harfe, ewig lang auf so eine Wolke. Das ist besser, oder was? Ja, da ist das natürlich besser bei denen da. Aber, Wahnsinn. Ne? Nein, ihr Lieben, nein. Ja, wir werden ich glaube, hier ist ein Muslim. Eine Muslim. Ibris. Shoya Maniak. Mach mal keine Welle hier jetzt. Direkt, der kommt rein, Shoya Maniak. Warum machst du hier Welle? Der hat Dauerwelle, der Armin. Mach mal woanders deine Filme hier. Ich glaube ich. Warum bist du so? Warum sagst du nicht Salam, Dr. Sheikh Abu Amir? Wie geht's dir? Ist er raus? Der ist raus. Ja, warum kommt ihr nicht rein und sagt erstmal Show Habibi, Ex-Muslim, Kifak Habibi? Ach nee, das ist hardcore. Guten Morgen. So, hört ihr mich?
Ich höre dich, ja, Mo. Gott segne dich und deine Familie. Ich werde jetzt dich nicht persönlich angreifen oder sonst irgendwas. Ich versuche jetzt auf hohem Niveau mich mit dir zu unterhalten. Verstehst du, ich habe voll Respekt vor deiner Meinung. Du hast eine eigene Meinung und ich habe meine eigene Meinung. Wenn du deine Meinung mit meiner Meinung vergleichst, haben wir unterschiedliche. Habe ich richtig verstanden? Also ich bin. Ich denke schon. Wenn du denkst, eine andere Meinung angehörst. Du glaubst an Christentum, richtig? Ich glaube nicht an Christentum, ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Okay, gut. Ich habe eine Frage an dich. Nur ganz simple Frage. Ich möchte hin und her nicht hören. Wie kann es sein, dass ein Mann, der nicht lesen konnte, der nicht schreiben konnte, jetzt auf gleich ein Buch geschrieben hat über 100 Seiten? Erkläre mir mal das. Wie kann ein Mensch, der nicht schreiben und lesen kann, der kann das sich schon von anderen schreiben lassen? Siehst du das mal mit verschiedenen Schreibarten? Das stimmt gar nicht. Natürlich. Soll ich dir das beweisen aus Bukhari? Beweis mir mal. Ja, also du siehst, dass der Walaqa ibn Naufal ein riesen, wie sagt man, ein riesen Einfluss auf ihn hatte. Ja, ihren Einfluss, ja. Genau, ein riesen Einfluss auf ihn hatte, so dass er sehr traurig war über den Tod. Und dann steht auch in dem Hadith, die Inspirationen haben aufgehört, als Walaqa ibn Naufal gestorben war. Und dann fragt man sich allen Ernstes, ja, was hat denn die Inspiration Allahs mit dem Tod von einem Ibionite, einem Mönch zu tun? Verstehst du? Und Mohammed war so traurig, dass er hochgegangen ist auf einen Berg und sich wollte Selbstmord begehen. Möchtest du den Hadith haben? Hallo? Hallo? Der ist auf Stumm oder so. Hallo? Ja, stimmt. Guck mal hier. Mohammed konnte lesen. Al-Bukhari 7366. Der sagt ja auch zu den Sahaba, lasst mich etwas für euch aufschreiben, damit ihr nicht in die Irre geht. Und keiner weiß, was der Mohammed aufschreiben wollte. Weil die Sahaba gesagt haben, oh, der Mohammed ist krank. Wir haben das Buch Allahs, das reicht uns. Guck dir das an, also wie die mit dem Mohammed umgegangen sind. Ja. Ist das nicht Wahnsinn? Er wollte etwas aufschreiben, die Sahaba verwehren ihm das und sagen zu ihm, ey, der Mohammed ist krank. Lass ihn mal, wir haben das Buch von Allahs, guck dir das an. Ja. Die Geschichte kenne ich auch. Also dann sagen die zu mir, Armin, du bist respektlos, aber wie geht ihr selber mit euren Schriften um, indem die Sahaba selber gesagt haben, hier, Mohammed ist krank. Für uns reicht das Buch von Allah, er ist krank, er weiß nicht mal, was er so sagt. Ja, ist ja. Das zu fassen? Ja. Und dann machen die mich an. Ja, das sind alles die großen Fragen, die da beantwortet werden müssen, aber da gibt es keine Antworten. Da gibt es nur eben Ausstieg aus dem Islam. Ja, nein, in Iran herrscht ja keine Meinungsfreiheit. Jemand hat gefragt, traust du dich so in Iran zu reden? Nein, in Iran ist eine islamische Diktatur. Diktatur, genau, wir können nicht über die Bestandteile reden, ja. Ja, genau. Und wir wollen ja keine islamische Diktatur. Deswegen redet der Amir ja auch darüber, dass eben die Leute aufpassen müssen, dass sie den Islam nicht eben hier einfach so einhalten, also den Teppich ausrollen. Natürlich, in einer Diktatur gibt es keine Meinungsunterschiede, Meinungsfreiheit, Meinungsunterschiede, sondern es ist einheitlich. Du musst dich dran halten, sonst Kopf ab. So war das bei der Nazi-Diktatur, bei Adolf. Hattest du eine andere Meinung, bist du in KZ gelandet. Ja. Oder eben exekutiert. So einfach ist das. Und das ist die Unterschrift, also die Natur einer Ideologie, einer totalitären Ideologie, dass eben andere Meinungen mit dem Tod bestraft. Und das ist jetzt nichts Schönes daran, dass der Iran eben Leute ermordet, die eine andere Meinung haben, weil nur die islamische Meinung gilt da in Iran. Und sowas, das ist nicht schön. Ne? Scharia und so weiter ist nicht schön. Hallo? Hallo? Hi, was segnet dich und deine Familie? Ja, servus. Du, Amir. Wie geht's?
Gut, möchtest du mich beleidigen oder willst du normal reden? Nee, nee, normal, normal. Danke. Hast du Angst oder was? Nee, aber du siehst ja, dass jeder Zweite hier reinkommt und nur eine Beleidigung, dann geht er auf einmal wieder raus. So kindersicher Verhalten, ne? Nee, aber was, du kommst doch aus dem Iran, oder? Ich komme aus dem Iran, genau. Ja, weißt du jetzt, dass du warst doch auch im Gefängnis, gell? Ich war im Gefängnis, ja. Ja, jetzt haben sie das aufgehoben, gell? Jetzt können Christen da auch wieder abgeschoben werden nach dem Iran, weißt du das? Ja, aber ich habe ja keine, ich habe ja keine Entscheidung wegen deutsche Papiere getroffen. Ich habe ja meine deutschen Papiere schon seit 20 Jahren. Ja, ja, bin, ja, ja, ja. Ich bin deutscher Staatsbürger, ja, Habibi. Ja, ja, Habibi, hör auf, Mann, hör auf. Ehrlich, wirklich. Soll ich dir zeigen, meine deutsche Pass? Nein, hör auf, Mann. Ja, hast du. Ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Ich sehe nur aus wie ein Ausländer, aber ich bin Deutscher durch und durch. Wo bist du Deutscher, Mann? Schau dich mal an, Mann. Du schaust aus wie so Mulle, Alter. Du bist Deutscher. Wie so Mulle. Ja, Mulle. Guck mal hier. Ja, Deutsche, die Bundesrepublik. Ja, hast du irgendwie geschenkt bekommen? Oder? Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, aber schau dich mal an. Wir sind das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Ey, Bruder, schaust ja nicht aus wie ein Deutscher. Hör auf mit dem Schmarrn, Mann. Steve, meine Germany. Nein, 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 nein. Ich habe wenigstens was für dieses Land getan, ey. Hä? Ich hab so viele Steuern eingetrieben, ich habe so viele Muslime aufgeklärt. Ich hab eventuell geholfen, dass so radikalisierte Muslime sich wieder Gedanken machen und mal locker bleiben, dass der Islam doch nicht die Wahrheit sei und die auf einmal Anschläge verüben und so. Habe ich alle ein bisschen aufgeklärt, dass die mal locker bleiben sollen. Ich habe Deutschland einen sehr großen Gefallen getan. Nein, 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 Bruder. Du schaust aus wie so Muller, Mann. Hör auf. Okay, was möchtest du uns noch was sagen? Ha? Möchtest du was? Uns noch was sagen? Was? Möchtest du uns noch was sagen, dann hole ich dir nichts. Nein, nein, aber Bruder, irgendwann musst du schon mal damit aufhören, Mann. Das ist langweilig, oder? Na, ja, dann geh doch raus, wenn dir das nicht gefällt. Du siehst doch, die anderen mögen das. Ja, aber du laberst ja nur Schmarrn, oder? Ja, okay, Schmarrn. Aber dass Mohammed gesagt hat, dass der PNIS endlos und so lang wie du dick wie eine Palme ist, das ist kein Schmarrn. Dr. Sheikh Awami, Lieblings-TikToker. Ja, Memo ist besoffen, glaube ich. Der war, glaube ich, ein bisschen benebelt. Reza, ich bin Deutscher, Reza. Hast du das gesehen? Ja, von deiner Gesinnung her, vom Geist her, ja. Hast du eine deutsche Religion angenommen? Das hat mir ein Muslim gesagt. Er meinte, jetzt bist du von Iran hingekommen, ich habe den deutschen Gott angenommen, so wie der eine den chinesischen Gott angenommen hat. Hast du die deutsche Religion angenommen, ne? Die denken wirklich, wirklich, wirklich an mir. Der Herr Jesus ist ein Blonder, ein Wanderer, der so von Norden Schweden gekommen ist und den Leuten was beigebracht hat. So ja, denken wirklich. Wie sieht das aus, wenn der Herr Jesus Christus in diesen Abbildern nicht mehr mit blonde und blauäugig so dargestellt wird, sondern wie ein Araber? Meinst du, die Leute würden noch in die Kirchen gehen und sagen, oh, das ist aber schön, guck mal, wie schön der Herr Jesus aussieht. Die würden sagen, nein, das hat sowas nicht zu tun, das ist ein Araber. Ja. Ist ein Israelite. Das sagen die auch, ne? Mit so einem Juden und Judengott will ich nichts zu tun haben. Wir haben unsere eigene Kultur und eigene Gott und so. Ja, genau. Nein, Gott hat sich ein Volk ausgewählt von allen Völkern dieser Erde und hat mit ihnen seinen Bund geschlossen, ihnen das Gesetz gegeben, die Tora, um dieses Volk eben rein und keusch und heilig zu halten von allen anderen Völkern dieser Erde, die eben total unzüchtig waren und ihren heidnischen Göttern geopfert haben und Sexriten gefeiert haben, Tempelprostitution und so weiter. Ja, und Kinder geopfert haben, ihren Göttern, ganz, ganz übel.
Bei dem Baals Kult, ne? Ja, Moloch, Baal, ja. Chemisch, all die Götzen des Kanaans. Die ganzen Hallo. Verschiedenen Götzen Kanaans. Hallo. Hi, ja, Gott segne dich und deine Familie. Ganzen Leute über dich herziehen. Was sagst du? Diese ganzen Leute, die ziehen voll über dich her mit dieser. Ja, lass die doch. Gesegnet bist du, der du diese Schmach und dieser Schmarrn und alles aushält, ne? Amen. Was war das, Lukas 6, 22, ne? Es ist der Wahnsinn, ja, genau. Wie die Leute alle, sobald die Wahrheit sehen, dass sie alles wieder total falsch verstehen, dass sie alles versuchen, diesen Islam in diese Welt richtig reinzudrücken, in den Menschen, weil die nicht anders nicht zu helfen wissen. Ja. Du? Ja, dann erzähl weiter. Und jetzt habe ich mir gerade ein Live angesehen, aber der hat meine Nachrichten gar nicht vorgelesen, weil ihm das wahrscheinlich zu lustig war oder irgendwas. Da hat der vorgelesen, man muss auch Menschen töten in der Bibel und vom Alten Testament und was weiß ich alles hat er da vorgelesen. Ja, es ist ja so, dass im Alten Bund Israel ja unter Beschuss kam von verschiedenen kanaanitischen Völkern, die eben Götzenkult und Kinder geopfert haben. Ja. Und die haben ja Israel angegriffen. Und Gott hat ihnen die Zeit gegeben, diesen Völkern umzukehren, Buße zu tun, ihre Götzenkult sein zu lassen. Aber die haben es dann nicht gemacht. Also hat Gott Israel benutzt, um diese Götzenvölker zu bestrafen. Und dann hat der Herr auch sehr hart durchgegriffen. Ja. Ne? Und das macht der Gott ja immer wieder. Zum Beispiel Nazi-Deutschland. Dass Deutschland so einen Mann an die Macht verholfen hat, dass Juden verfolgt hat, unschuldige Menschen getötet hat, millionenfach. Ja. Und da hat Gott eben auch die Alliierten benutzt, um Deutschland anzugreifen und in Schutt und Asche zu legen. Als Strafe. Gott ist immer präsent bei den Kriegen. Benutzt immer ein Volk, um ein anderes Volk zu bestrafen. Ja, das stimmt. Und da muss man auch nicht uns verstecken. Das, so ist unser Gott. Das heißt ja auch der Herr der Herrscharen. Ja. Herrscharen, ja, die ganzen Armeen dieser Erde. Das ist der Herr der ganzen Armeen. Der Herr der Herrscharen. Ich glaube, ich hatte da auch in Japan gesehen, haben die so ein Satanistenfest gefeiert. Ganz schlimm, also wirklich mit den Teufeln Anbeter, mit alles drum und dran. Und da einen Tag danach wurde alles überschwemmt und keine Ahnung, war alles zerstört. Ja, das war in Brasilien. Ja, das war in Brasilien. Ja, Brasilien, meinst, genau. Ja, Japan, ja. Keine Ahnung. Ja, ja ist die Richtung stimmt ja fast in der Nähe da voneinander. Ja. Aber es ist egal, soweit wir zusammenhalten als Christen, sage ich mal so, ne? Die Leute werden sowieso, wird sich jedes Knie beugen. Das ist einfach. Amen. So. Amen. Jedes Knie wird sich beugen, ob man will oder nicht. Ja. Egal. Okay, ich wünsche euch noch absolut. Alles Gute. Amen. Danke, Gott segne dich. Danke dir auch. Danke dich auch. Kehrt alle um. Es ist der beste und schönste Weg. Und bleibt gesund. Amen. Amen. Genau. Nicht impfen. Nicht impfen. Gesund bleiben. Genau. Lass uns nicht impfen. Nein, wann schätzt die Leute? Nein. Jeder, der sich impfen lassen will, soll. Wer, der nicht impfen lassen will, soll nicht. Das ist freiwillig. Aber endlich ist diese blöde Impfgeschichte auch weg, ne? Meine Herren, wie das genervt. Ja, aber der Bill Gates hat schon wieder neue Sachen geplant, ne? Die bereiten schon wieder alles vor für den nächsten Wahnsinn. Deshalb denkst du, die lassen locker. Wir sind überbevölkert, der möchte reduzieren. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Ja, ich habe etwas mitbekommen, aber nicht so ganz. Nein. Er hat auf jeden Fall irgendwas mit den Produkte, ne, oder Bananen und so weiter, da hat er doch diese mRNA-Sachen da drin, ne, in den Obst. Irgendwas ist da schon. Ich habe da irgendwelche Videos gesehen darüber. Nein, ich glaube nicht, dass der Corona wiederkommt, aber ich weiß, dass der Herr Jesus wiederkommt. Amen. Ich bleibe stabil ohne Impfung, genau. Siehst du? Crazy Attitude hat es gesagt. Piekst du gemacht, Bratwurst du bekommst. Wer ist mit uns? Hallo. Hallo, servus. Gott segne dich und deine Familie.
Lasst mich euch mal vorlesen, was der wahrhaftige Gott sagt. Lukas 6, Vers 22. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lästerhaften verwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie ihre Väter mit den Propheten gemacht. Ja, ja, Amen. Schau dir das an. Eine Frage, du bist Ex-Muslim, oder? Ja. Was hast du jetzt für eine Religion? Ich habe gar keine Religion, ich habe zum lebendigen Gott gefunden, Jesus Christus, der mich liebt und sein Leben für mich gegeben hat. Amen. Okay, also Christ. Ja, Nachfolger Christi, wiedergeboren, ja. Also die Religion, die du jetzt angehörst, ist Christentum, ne? Ich habe keine Religion. Religionen sind von Menschen gemacht. Wir haben nichts zu tun mit Religion. Wir folgen dem Herrn Jesus Christus, nehmen täglich unser Kreuz auf uns und folgen ihm nach. Auf dem schmalen Weg wollen wir wandeln. Okay, da kann ich dir mal ein paar Fragen stellen? Mach das. Also Jesus ist doch für unsere Sünden gestorben, oder? Ja. Also sind wir nun sündenfrei? Nein. Also verstehe ich aber nicht. Also Moment, was heißt sündenfrei? Natürlich, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, was der Herr Jesus für deine Sünden bezahlt hat, dann bist du sündenfrei, ja, vor Gott. Das ist so wie die Pilgerfahrt, oder? Was hat das mit Pilgerfahrt zu tun? Bin ich. Wenn Jesus doch unsere Sünden genommen hat, sollten wir doch alle doch sündenfrei dann sein. Nein, dann bist du sündenfrei. Du verdrehst etwas. Du denkst so, jetzt sind wir perfekt und sündigen nicht mehr, weil wir Jesus angenommen haben. Das ist deine Denkweise, richtig? Nein, verstehe nicht falsch. Ich wollte nur fragen, also ob das so ist, weil es wird doch behauptet, dass er unsere Sünden mitgenommen hat, oder? Er hat unsere Sünden getragen, die wir getan haben und die wir noch tun werden. Genau, das bedeutet doch, am Ende werde ich sündenfrei werden. Also das bedeutet, doch. Du bist freigesprochen, ja richtig, du bist freigesprochen, wenn du im Gericht bist. Das ist genauso, der Herr Jesus Christus ist dein Anwalt, wenn du vor dem Gericht stehst. Ja. Wenn du vor dem Richter stehst und du auf einmal Rechenschaft ablegen musst, kommt auf einmal Jesus und sagt, Richter, lass ihn, ich bezahle für ihn. Okay, dann werden doch viele Extremisten auch denken, naja, wenn Jesus unsere Sünden mitgenommen hat, dann... Falsch. Nicht? Wenn du schon mit denkst, so Gott kennt nicht unsere Gedanken und erforscht nicht unsere Nieren und Herzen und alles Mögliche, denkst du, du kannst mit Gott spielen, mein Lieber? Mhm. Es kommt also darauf an, mit was für einer Intention du zum Herrn Jesus Christus kommst. Du kannst doch nicht einfach mit so einem Wahnsinnshirn vor Gott treten und sagen, ja, okay, jetzt weiß ich, dass Jesus für mich gestorben ist und jetzt kann ich so als Extremist weitermachen, morden und alles Mögliche. Ist das eine wahrhaftige Bekehrung? Denn die Bibel sagt, dass jemand, der in Christus ist, eine neue Kreatur ist. Siehe, das Alte ist vergangen und das Neue wurde geboren. Fertig. Ich habe das jetzt nicht verstanden mit dieser Pilgerfahrt. Was meint er mit dieser Pilgerfahrt? Er redete über die Kreuzung, Sünden auf sich nehmen und dann Pilgerfahrt. Wie kann man von da springen? Ich denke, der wollte einfach so eine Frage stellen, worauf wir nicht bereit waren oder so. Aber ne, der Herr Jesus ist ja, habt keine Angst, was ihr in dem Moment sagt, sondern der Heilige Geist. Nein, ich meine, aber das ist so extrem halt. Ne? Das ist so, als wenn du sagst, ja, hat Jesus Christus eure Sünden auf euch getragen? Ja, und jetzt, wie ist mit Kroatien-Urlaub? Verstehst du, das ist so extrem verrückt. So wie kommt der überhaupt auf so eine Pilgerfahrt? Ja. Also, ich habe schon vieles gehört, aber ich werde immer wieder überrascht. Ja, möge der Herr Jesus Christus ihm die Augen öffnen, ne?
Und ja, aber da seht ihr ihn, ja, genau, er ist verwirrt. Ja, da seht ihr, jeder, der den Heiligen Geist nicht hat in der Welt, er ist verwirrt. Mehr oder weniger? Der ist verwirrt. Ja, weil wir haben einen Gott der Ordnung. Ja. Gott der Erkenntnis. Also wie wundervoll ist der Herr Jesus Christus, also wenn du an seinen Namen denkst, an seine Heiligkeit, an seine Vollkommenheit, an das, was er überhaupt so, wie er gelebt hat, wie er geredet hat und wie er den Menschen diese Gleichnisse gegeben hat. Ich bin immer wieder erstaunt. Nur wenn ich seinen Namen höre, dann kommen so viele Bilder in meinem Kopf. Ne? Da kriege ich, das ist für mich absolut, man kann den Herrn Jesus Christus mit niemandem auf der Welt vergleichen. Unvorstellbar. Wir können ihn nicht verstehen. Wie können der, den Herrn Sünde, nicht verstehen? Der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Ist das Wahnsinn? Ja, natürlich. Gott ist so ein Wunder in sich selber. Gott ist selber das größte Wunder, dass wir das nicht begreifen können. Mit unserem Auferstehungsleib werden wir immer wieder in die tiefen Tiefen des Gottes hineingehen mit dem Herrn Jesus in der Ewigkeit. Aber da bleibt Amen. Ja in der Ewigkeit immer wieder was Neues zu entdecken. Gott ist ja unendlich. Deswegen, wie sollen wir als Menschen, Kreaturen, geschaffene Kreaturen, einen Schöpfer begreifen? Das wird in der Ewigkeit wird das nicht der Fall sein. Wir werden immer weiter tiefer in die Gottheit gehen und immer was Neues entdecken. Das wird unglaublich werden. Gott ist, wenn wir vom Herrn Jesus sagen, der ist der Gott, ist, wir können uns davon keine Vorstellung. Wir sagen das so mit unserer Zunge. Aber wir haben gar keine Vorstellung, dass der Herr Jesus Gott ist. Wir können uns das nicht vorstellen. Das ist so unglaublich. Hammer, ne? Und das so erhaben. Gott, der Gott ist uns so weit überlegen und erhaben über uns unendlich. Deswegen, wir können nur erahnen, wer der Herr Jesus ist. Selbst wenn wir so viel Erkenntnis haben, obwohl wir so viel Erkenntnis haben, ist das nichts, was der Herr Jesus ist. Ne? In der Ewigkeit werden wir ihn mit ihm zusammen sein. Und dann werden wir ihn auch in der Tiefe erkennen. Dahin, wo der Herr Jesus geht, werden wir auch sein. Ne? Halleluja. Ja, genau. Und zwar ewig. Ewig. Mit Gott, unserem Schöpfer. Halleluja. Ja, aber das ist für Muslime ja zu langweilig, sowas mit dem Schöpfer zusammen zu sein. Die wollen dann direkt wieder an Ferrari und an Sex denken. Die. Dann denken die, ist das langweilig mit diesem Schöpfer, mit diesem aber Gott. Aber Leda, du musst dir mal überlegen. Wo ist jetzt mein Ferrari? Wo ist meine Jungfrau? Leda, du musst dir mal überlegen, dass die Muslime sagen, ja, wir verzichten hier auf der Dunya auf diese ganzen Sachen, aber dabei werden wir dann im Himmelreich diese ganzen Sachen bekommen. Komisch, aber dass Allah in jedem einzelnen Vers das auch noch hier verspricht, du darfst bis zu 4 Frauen haben, darüber hinaus darfst du so viele Frauen haben, wie deine rechte Hand besitzt, Sklavinnen, kannst du ohne Ende die ganze Zeit SEX haben. Ist das zu fassen? Hier, Bäche voll mit Alkohol. Alkohol, Sure 16, Vers 67. Können die trinken? Also was bleibt denn da noch übrig? Kleine Kinder? Knaben? Für jeden ist was dabei für den im Koran. Für jeden. Was ist, wenn du auf einmal die Hoodies von dem anderen Typen haben willst, als Wunsch? Von dem anderen Muslim, Amir. Was ist, wenn du das dir wünschst? Da gibt es doch Tausch oder was? Alles, Tausch, was du dir wünschst. Ja, alles, was du dir wünschst. Was ist, wenn du sagst, ey, ich will deine Hoodies haben, da, deine 72 Jungfrauen. Und das ist ein Wunsch. Und das heißt ja, jeder, alles, was du dir wünschst, bekommst du im Paradies. Dass der Mohammed auch sagt, dass man seine eigenen Verwandten quasi... Im Himmel, Man darf mit seiner Oma, Nichten, Tanten, Cousinen, weiblicherseits, außer die Tochter und die eigene Mutter, sonst darf man mit allen weiblichen Verwandten schlafen im Bereich. Ja, ist das zu fassen? Ja, das ist heftig. Ja, das ist hardcore. Da gibt es auch so ein Hadith, was du sagst, dass du mit deinen Verwandten aus der Hölle so Leute retten kannst ins Paradies und mit denen schlafen kannst, irgendwie sowas. Ich habe das nicht im Kopf richtig. Irgendwas mit Verwandten aus der Hölle und so weiter. Und desirable front passages. Also. Ach so, ja. Ich glaube aber, der Hadith ist daif.
Ach so, ja gut, okay. Aus Sunan ibn Maja. Weil du kennst ja die Muslime, die sagen ja direkt, wenn du einen Daif-Hadith zitierst, oh, das ist ja, Daif. Sunan ibn Maja ist dann nicht Daif. Sunan ibn Maja. Der Hadith, der wurde als schwach eingestuft. Aber schwach bedeutet ja nicht, dass er abgelehnt wird. Er hat nur eine Klassifizierung bekommen. Er wird akzeptiert. Er wird akzeptiert für Urteile. Ich habe einen Experten gefragt. Der meinte, Muslime, die sagen, dass Daif-Hadith nicht akzeptiert werden, das sind unwissende Muslime. Daif-Hadith werden akzeptiert für Urteile. Weil es ein Urteil gesprochen wird, da werden auch die Hadithe zur Hand genommen. Ja, ganz, ganz eigenartige Sachen da stehen in den Hadithen. Also viel, viel mit Sex halt. Ne? Sehr, sehr viel mit Sex. Auch im Himmel. Ganz eigenartige Sachen. Ja, eigentlich müsste dieses Lied perfekt auf den Islam gestimmt sein. Let's talk about you and... ja. Oder nicht? Eigentlich ist das Lied der Lieder für den Islam. Let's talk about ja, das stimmt. Das ist das nicht so? Ja, während der Jesus eben sagt, dass Mann und Frau nach dem Tod in der Ewigkeit wie Engel sein werden, also da haben wir wieder diese Reinheit, diese Heiligkeit im Gegensatz, im Kontrast zu den islamischen Lehren, dass nur mit Sex und solche Sachen, weltlichen Dingen im Himmel beschäftigt ist dann. Ne? Oh. Traurig. Das macht mich so traurig. Ne? Lass mich nochmal bitte für die Muslime vorlesen, dass sie ihre eigenen Verwandten im Himmelreich Punkt rufen können. Ja. Was doch gebaut dem B. Guck dir das mal bitte an. Allah lebt in einer Stadt voller Jungfrauen. Der Prophet sprach, es gibt eine Stadt, die nur für Allah allein ist, die aus Moschus vom Moschushirsch besteht und unterhalb seines Throns wie an einem Haken hängt. Die Bäume dieser Stadt bestehen aus Licht. Ihr Wasser nennt sich Salsabil. Und ihr... Ja, das kenne ich, Salsabil. Und in ihr sind Huris, die aus dem Kern der Gärten erschaffen werden. Jede... Dieser Hudis hat auf der Stirn 70 Stirnlocken. Und wenn eine von ihnen wie eine Kronleuchter im Osten hing, so würde das Licht, welches von ihr ausgeht, alles bis zu den Menschen im Westen erhellen. Musnad Abu Hanifa, Hadith 512. Musnad Abu Hanifa, Hadith 512. Unfassbar. Allah 70 Lockenhaaren auf der Stirn. Stell dir mal vor, 70 einzelne Haare auf der Stirn geklebt, so mit Locken. Wie das aussieht. Ich weiß es nicht. Das sind alles Vorstellungen vom Paradies, was mir absolut nicht zusagt. No. Jetzt habe ich diesen blöden Ohrwurm von dir im Kopf mit diesem Let's Talk About dem D, dam da dam dum dam D. Warum hast du mir das jetzt gegeben? Ich hab so große Probleme mit Ohrwurm, wenn ich ein Lied höre. Ich habe das eine Woche lang singe ich das Tag und Nacht. Und ich will mir selber mit irgendwas auf den Mund hauen, weil ich so kaputt gehe da dran von diesem blöden Ohrwurm. Ja, was soll ich das? Ich scheiße das nicht mal aus. Das macht mich psychisch richtig kaputt, so Ohrwürmer. Ja, was soll das wieder? Ich will das nicht. Warum hast du darüber gesungen jetzt? Ja, was soll das wieder? Schlimm. Das ist doch über dem, dem, die, dem, talalam, dum, dam, die, da, karabata, lekundi, kalakati, kalkuti, kalkaleka, luka, kalkaleka. Das ist Remix!
Oh, oh, ich bin müde. Leute, wie findet ihr meine Stimme? Treffe ich die Töne? Wie findet ihr meine Stimme? Ist das gut? Könnte ich bei DSDS vortanzen? Meine Frau mag das nicht, wenn ich singe. Die sagt, ich bin der schrecklichste Sänger aller Zeiten. Ja, Leute, ja. Guckt euch das bitte an. Die Muslime werden ihre eigenen Familienmitglieder weiblicherseits im Himmelreich penetrieren. Imam Al-Qurtubi sagte, im Himmel dürfen Männer mit allen Frauen SEX haben, die ihnen auf der Erde verboten sind, außer mit ihren Müttern und ihren Töchtern. Dadurch werden keine Kinder gezeugt. Somit ist dieser SEX vergleichbar mit ANAL-Verkehr. Und nicht verboten. Nur seine Töchter und seine Mutter darf ein Mann nicht punkten. Und es wurde berichtet, dass jedem Mann im Himmel ein PENIS gegeben wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Und dazu eine Vulva, die ausreichend Platz für einen solchen PENIS bietet. Und man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig schlafen. In Tuhfatul Habib al-Shahr al-Khatib auf der Seite 353. Widerwärtig. Widerwärtig. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich garantiere dir, es die meisten Muslime glauben das nicht. Das glauben nur diese Dschihadisten. Die finden eine. Die finden die. Die greifen sogar Al-Qurtubi an. Glaub es mir, die werden ihn unter den Bus schmeißen. Die sagen, Al-Qurtubi hat einen Fehler gemacht. Aber gerade in der Hinsicht, wenn es darum geht, dass der Islam wie ein Wahnsinn hingestellt wird, da hat Al-Qurtubi einen Fehler gemacht in seinem Buch. Merkst du? Nee. Sobald es problematisch wird. Was die machen? Die schmeißen ihre eigenen Gelehrten unter den Bus, eigene Religion, eigene Quellen, alles. Als wäre Al-Qurtubi ein Idiot gewesen und nicht wissen würde, was er da aufschreibt in seinem Buch. Ja, es ist Rosinenpickerei, ne? Ja, genau. Das, was mir gefällt, das ist Islam. Das, was mir nicht gefällt, das ist nicht Islam. Ja, die basteln sich ihren eigenen Islam alle, ne? So geht das aber nicht. Das nächste große Ereignis ist die Entrückung, ne? Oder? Ja, genau. Die Entrückung der Gemeinde Christi, genau, Jesus Christus, der Herr, holt seine Gemeinde heim bei der Entrückung bald. Und dann geht es los mit der Apokalypse. Europa wird zu einer Diktatur, besonders ja, Chaos. Vielleicht kannst du den Muslimen nochmal sagen, wofür sie eigentlich hingebracht wurden. Ja, die Muslime sind hier hingebracht worden von der Elite, damit sie eben jetzt den Chaos schüren sollen. Es soll zu blutigen Bürgerkriegen kommen und dann sollen erstmal sowieso viele Menschen so davon sterben. Also natürliche Auslese, da muss die Elite gar nichts tun, weil sowieso Überbevölkerung, so viele Menschen sollen ja sich abschlachten in blutigen Bürgerkriegen demnächst in Europa und dann wird die Elite diesen Chaos benutzen, um die neue Weltordnung, diese schreckliche Diktatur, das Wiederkommen des Römischen Reiches aufzurichten. Darauf arbeiten die und die ersten Einschläge, ihr seht ja mit Frankreich und so weiter, die Vorboten stehen vor der Tür. Also das geht dann los mit Offenbarung Kapitel 6. Die vier apokalyptischen Reiter. Aber da ist die Gemeinde Jesu Christi schon längst im Himmel. Der Herr hat uns ja heimgeholt. Ich weiß, dass die Entrückung sich für die meisten Menschen extrem unglaubhaft sich anhört, ja, wie Science Fiction mit UFO und ja, also Entführung, dass die Leute raufgebeamt werden. Aber es ist so. Gott ist nun mal Wunder und alle seine Taten sind wunderlich. Alles ist Wunder, was wir um uns herum haben. Allein, dass wir leben, ist ein Wunder aus dem Nichts. Ja, dass wir so entstehen und auf einmal sind wir in so einem Raum mit anderen Menschen und so einem Planet, irgendwo im Weltraum. Und alles ist Wunder. Allein wenn wir unsere Hand angucken, das ist ein Wunder. Und der Gott, der das alles erschaffen hat, der Raum, Zeit, Materie erschaffen hat, für ihn soll es denn jetzt zu viel sein, uns mal in einem Augenblick hochzubeamen oder was, dass es für ihn leicht ist. Wenn er das schafft, so ein Universum herzustellen und zu erschaffen, die Tiere zu erschaffen, dann ist das für ihn ein Klacks, uns in einem Augenblick zu sich zu rufen.
Der ist allmächtig. Dieser Gott ist allmächtig. Was sollte das dann für ein Hindernis sein, so etwas zu bewerkstelligen? Aber klar, diese Dinge sind so unglaubhaft, dass die meisten Menschen das nicht glauben können. Aber wir durch den Heiligen Geist, wir wissen, dass es kommen wird. Ja, ihr Lieben, ich bin gerade am Essen und ich denke dann eventuell morgen oder vielleicht später mal gucken. Je nachdem komme ich dann wieder live. Dr. Scherer, aber mir musste erstmal was essen. Ich habe so großen Hunger, ich habe noch gar nichts gegessen.
Gott segne euch alle. Der Jesus Christus möge sein Angesicht über euch leuchten lassen. Wir hören uns dann später oder eventuell dann morgen, so Gott will. Gott segne euch.